Meine Damen und Herren, es ist soweit. Wir haben das erste Mal in unserem Leben aufgrund der politischen Lage einen Schwarzen eingeladen. Zum deutschen Podcast? Ja, zum deutschen Podcast. Ja, wir wollen damit ja unseren Namen alle Ehre machen. Damit wir, wie alle anderen Künstler, die eigentlich rassistisch sind, aber jetzt auf einer Welle mitschwimmen, so tun, als ob wir liberal sind, ja? Und ein Statement. Ihr seid die größten Nazis, ey. Genau so, kennst du das? Wo Kanye West damals vor 50 Jahren gesagt hat, George Bush doesn't care for white people. Und dann, ich schwöre, einen Tag später so George Bush, so ein Bild in der Zeitung in so einer schwarzen Schule. Das ist einfach so. Und genau so sind wir auch. Ja. So einfach. Das war doch eine schöne Einleitung zum deutschen Podcast. Haben wir Amy ist hier, meine Damen und Herren. What's up? Ey, das ist voll gemütlich bei euch hier, Mann. Ich mag das. Das ist richtig schön, dass auch die, das Kamerabild so gedreht hast, dass man sich selber sieht. Ja. Ist das bei euch auch so? Ihr guckt euch selber an. Ich guck eigentlich ab und zu nur da rein. Wir haben das nur hingemacht, weil voll oft die Aufnahme abgebrochen war. Ja, genau, damit wir das sehen. Dass wir das sehen. Dein Pulli hat, ey, du hast deinen Pulli dem Tisch angepasst. Fuck it, Mann. Vor allen Dingen aber auch, ich hebe mich von diesem, von dieser geilen Rückwand hervor. Ja, grün-gelb. Ist die gelb. Farbe von? BVB. Oder? Gelb ist Tutti. Tutti. Das ist ein Insider. Nee, das Tutti ist ein asiatischer Comedian. Ach so. Gelb ist Tutti. Okay. Okay. Tutti. Also, Amius, wie geht's? Mir geht's gut, Mann. Es ist sehr, sehr schön, bei euch zu sein. Ja. Weil, das sagst du nur so, das meinst du nicht. So. Nein, das Mann, ich hab wirklich... Podcast auch das, ist das Beste, das hast du in anderen Podcasts auch schon gesagt. Jetzt hör doch mal auf, nein, Mann. Ich kann das ja nicht bei einem anderen Podcast gesagt haben, es war wie schon Double-Time-Rap. Ja, genau, du bist Twister. Genau, Tank-Twister. Tank-Twister, das ist ein Insider. Die Schirme, das ja, da reden keine. Die 47 schon miteinander. From the tip of my tongue. From the tip of my tongue. From the tip of my tongue. Oh, ja, jetzt kommt die. The one effects. Some black from mix. The one effects. Bruder, da warst du noch. Oh. Ja, ja. Das, wir nennen die Folge 47 Special. Ja, das 47er Special. So. Jedenfalls habe ich einer guten Freundin von mir davon erzählt, von der Folge, wo ihr beiden euch im Podcast hier, die Pyjamisten. Ja. Die heißen nicht mehr so, das ist dir schon bewusst, ne? Ihr heißt jetzt die Deutschen. Ja, ja, genau. Warum habt ihr euch umbenannt? Weil man es nicht aussprechen kann, oder? Nee, wir haben uns erstmal selbst gefunden und dann gesagt, okay, wer sind wir? Ja. Und Pyjamisten, also... Wir hatten Probleme. Ja, wir haben Probleme, weil... das können wir ja nicht sagen, aber... Sagen wir dir dann nach. Es ist ja leider okay. Hier nicht erlaubt. Okay. Bigamismus. Ja, ist ja leider Bigamismus. Ey, das erste Mal, dass du was richtig gesagt hast und ich nicht... Ey... Ich habe zwar gar keine Ahnung, was das ist, also ich... Bigamie? Ja, also... Nee, nicht Eritrea. Ist doch... Es ist das Gleiche. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist das Volk der Abyssinier. Jedenfalls, als ich euren Podcast gehört habe... Das Volk der Abyssinier, yo. Yeah, man, oder? Das war gut. This is Sudan, Somalia, and Eritrea, and Ethiopia. Falls du geglaubt hast, ne? Übrigens, ich habe eine Folge von euch gesehen. Die Folge ging 3 Stunden lang, Alter. Ja. Welche? Was... Die letzte, die aktuellste. Ach so, mit Benicer, ja. 3 Stunden? Ja, das Problem ist... Hast du dir gedacht, scheiß drauf, warum soll ich das schneiden? Ich schick das so direkt raus. Ich konnte mir die 2 Nafris nicht die ganze Zeit angucken. ich habe gesagt, scheiß drauf, wenn die Leute sich das geben können, aber ich kann das nicht, ich bin da raus. Weil ich habe Familie, ich habe Freunde, ich bin anders aufgewachsen. Der ist im Schnitt einfach rausgegangen. Ja, ja. Ja, der hat mental aufgegeben. Und ich habe mal eine Kriegsdoku geschnitten, ja. Ja, und die war intensiver. Nee, die war leichter anzugucken. Weil wenn da hast du nicht so viel Schreckliches gesehen. Das ist genauso. Ich weiß jetzt, wie der Herbert sich fühlt, wenn er beim Bürgerbüro ist und dann sieht, wenn 2 Leute BT Deutsche Pass. Ich weiß, was er denkt und wie er sich fühlt. Deswegen, ich habe die Folge einfach hochgeladen. Jedenfalls gab es auch mal eine Folge, da habt ihr euch über die kuriosesten Gesetze unterhalten. In Amerika. Ja. In Amerika. Ich boah, da waren so geile Sachen, ne? Ich hab ja, du darfst so eine Frau in New York nicht nach 21 Uhr schlagen. Ey, das ist zu geil. Ja. Es gab aber auch ein Gesetz, du darfst keinen Esel auf deinen Kühlschrank stellen. Ja. Oder was war das? Ja, irgendwie sowas, ja. Ey, das sind geile Sachen. Ich suche euch später noch mal ein paar Gesetze raus. Ey, das war, ich habe Tränen geweint, gelacht. Du hast alles erzählt, zusammen. Du hast es auch deinen Bekannten gezeigt. Ja. Aber die fanden das gar nicht lustig. Nur, du warst der Einzige, meine Freundin, meine gute Freundin, ich habe ihr das vorgespielt und sie so, das ist nicht lustig. Doch. Ja, dass die das nicht. Ich war schon kurz davor. Nein, Quatsch, war ich natürlich. Es gibt. Es war ja vor 21 Uhr. Ja, sehr stark, sehr stark. Ja, es gibt geile Gesetze. Weißt du, was ich jetzt erfahren habe, erst vor kurzem? Ja. Was denn? Ernsthaft, also, weil auf Insta das irgendeiner gepostet hat. Was denn? Dass, wenn der Mann
seine Ehefrau vergewaltigt, ne? Das ist erst seit 1997 illegal. Also erst seit 1997 gilt das als Vergewaltigung. Vorher seit konnte die Frau. 97? Erst seitdem. Ja, aber in Europa. Warte. Und dann habe ich mich gewundert, das ist schon ekelhaft, weil wer will seine Frau vergewaltigen? Ja. Das macht man doch nicht. Ja, man macht es mit anderen. Deswegen. Ich wusste, dass diese Steilvorlagen, die könnt ihr euch gerne nehmen. Ey, seit 97, das heißt, wenn ein Mann seine Frau vergewaltigt hat, 96, dann konnte sie ihn nicht anzeigen. Weil das Gesetz dann gesagt hat, das ist sein Ehemann. Das geht nicht. Ja, das ist scheiße. Kennt ihr eigentlich noch den siebten Sinn? Das ist eine Sendung gewesen, die, wo ich schon gesagt habe, boah, ist die alt. Da saßen dann Menschen. Boah, da war ich gar nicht mal geboren, glaube ich. Ich glaube wirklich, dass du noch nicht mal geboren warst. Doch. Nee. Alter, du bist 32? Ja, so ungefähr. Ungefähr. Aber 10 Jahre, das ist, müsste eigentlich schon. Nee, du bist doch 27 nicht, oder nicht? Nein. Keine Ahnung, 28 dachte ich. Ich weiß auch nicht. Okay, wir halten fest. Wir sehen alle drei verdammt gut aus. Ja. Und du, sehen sehr jung aus. Ja, du bist ja schwarz. Das heißt, du. Ja, ich sehe immer gleich aus. Ja, du siehst, du wirst mit 60 noch so aussehen. Ja. Morgan Freeman ist schon so auf die Welt gekommen. Mit so Sommersprossen und grauen Schnurrbart. Der kann. So, jedenfalls. Morgan Freeman ist. War es schon beim siebten Sinn? War wirklich so diese Folge. Da ging es wirklich darum, dass Frauen im Straßenverkehr besondere. Wirklich. Und diese Off-Stimme hat so sauber Deutsch gesprochen. Und es war so. Bei Frauen im Straßenverkehr sollte man oftmals aufpassen. Sie benutzen den Rückspiegel oftmals gerne anders. Und dann siehst du, wie die Frau. Aber so auf Ernst? Ja, auf Ernst. Die schminkt sich. Frauen schnallen sich auch gerne nicht an. Sie haben die Befürchtung, dass dadurch ihre Brust eingequetscht wird. Das ist geil. Das ist geil, die Sendung. Kennst du noch der siebte Sinn. Kennst du noch die Knopf-Hoff-Show? Ja, klar, Knopf-Hoff. Boah, Alter, wir sind so deutsch. Ja. Wir sind ja die Deutschen. Wir sind ja die Deutschen. Das ist ja das. Wir haben das erkannt. Ja. Schein, merkst du eigentlich, du hast irgendwann mal hast du eine einleitende Frage gestellt. Ja, wir wissen gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind jetzt. Ich weiß sie noch. Ich habe gefragt, wie es dir nur geht. Und du bist dann so ausgerastet und der hier. Warum redest du so, als ob ich schon daher gelaufen wäre? Ich habe doch ein neues Motto. Ich will jetzt ein Merch machen. Was hältst du davon? Merch? Ja. CK? Lern schwimmen, du weißt nie, wo die Reise hingeht. weil du musst dir überlegen, der kann ja angeblich nicht schwimmen. Ne? Ich kann nicht schwimmen. Kannst du nicht schwimmen? Nein. Nein, der lügt. Wie ist die Lüge? Guck mal, der behauptet, ich bin so hier gekommen. Wie die lügt? Der behauptet, ich bin so hier gekommen. Weißt du, aber ich bin doch hier geboren. Der hat damals beim Antrag hier ein Eid abgelegt. Das alle Asylantrag. Ach so. Dass alle Angaben stimmen. Und ich habe so den deutschen Pass drin. Ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht zurück. Ich bin hier geboren. Was? Während du im Iran geboren bist, in so einer Krippe, weil ihr da keine Krankenhäuser habt. Ja. The Traces. Trace? Habt ihr Krankenhäuser im Iran? Ja. Ja, aber nur so. Die besten Ärzte der Welt. Ja, klar. Für Nasen-OPs vielleicht. Da muss ich ihm aber zur Seite springen. Ich glaube wirklich, dass viele Perser wirklich, die mittlerweile in Deutschland Taxi fahren, aber damals in. ja. Ist so. Ärzte sind. Ärzte. Medizin. Weißt du, Philosophen. Mein Name ist Reza Mokhtarani. Ich komme von Iran. Ich bin Perser. Und meine Eltern sind gekommen nach Deutschland. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Ja, genau. Perfekt. Ich dachte, ich rede gerade mit meinem Onkel. So. Aber die Perser sind wirklich, sind sehr, sehr viele Ärzte dabei. Ja. Ärztinnen und Ärzte. Mhm. Ich wollte jetzt nein, ich habe einen ekelhaften Joke, auf den kann ich nicht bringen. Warum? Weil er weiß, mein Vater guckt den Podcast. der enthält starke. Dein Vater guckt 3 Stunden YouTube? Ja. Der guckt auch alle Werbungen. Auch wenn die. Es kommt ja auch manchmal Werbung, die gehen dann so 7 Minuten, der guckt die durch. Ich sag, guck mal, diese 3 Cent, Baba, egal. Lass. Der unterstützt uns. Der ist nicht mein Sohn. Der einfach Sachen hochlädt und. Ich frag den heute. So, ja, am letzten YouTube-Ding. Ich weiß, ich hab ihn bekommen. Sag ich, ey, ist die YouTube-Folge umgekommen mit Benicer? Die kam schon vor 8 Tagen auf Spotify. Sagt er, ja, gestern um Mitternacht. So voll stolz, als ob das so normal ist. Nachdem ich ihm 10 Stunden hintergerannt bin. Dann sag ich, Bruder, wo ist Thumbnail? Wir haben die Jungs nicht geschafft. Was haben die nicht geschafft? Sag mal, wo ist die Folge so? Wo ist die Werbung? Wo ist die Werbung? Ja, ich hab das eingestellt. Sag ich, zeig. Geht ja, das rein? Ja, auch. Oh, ich hab vergessen, das, wo man es einstellt. Ja, aber es war trotzdem Werbung drin. Erzähl kein Kappes, Junge. Also so geht das immer hier ab. Boah, das ist super, Leute. Weißt du, was krass ist? Du hast jetzt gerade nur... Settler irgendwie du hast jetzt eine Minute erlebt. Ja. Weißt du, was beim GBR-Vertrag los war?
als wir den gemacht haben. Habt ihr eine GbR? Was heißt GbR eigentlich? Ihr seid jetzt verheiratet. Ja, wir haben eine GbR. Was heißt GbR genau? Das weiß Gesellschaft beschränkter Haftung. Nee. Ja. Was? Tommy ist übrigens auch am Start. Tommy kann man nur nicht sehen. Ja, der sagt nie Hallo, deswegen hat man nicht gehört. Ja, genau. Was heißt GbR? Let me see was? That thong. Gesellschaft? Ja. Ja. Ah, Gesellschaft. Ihr seid jetzt Rechte. Ja. Weißt du, wie er gesagt hat, ich habe den GbR-Vertrag also zusammenstellen lassen. Ja. Und dann habe ich gesagt, Nisa, lest dir das mal bitte durch, unterschreib für mich. Ich sag, das geht nicht in Deutschland. Der so, du bist mein Bruder, ich, ob dein Vertrag was ändert. Ich habe gesagt, das ist doch nur, dass wir ein Konto kriegen. Ich sag, ja, unterschreib. Ich so, geht nicht, Mann. Du musst unterschreiben. Der unterschreibt. Ich so, lest dir mal durch. Nein, ich so, einer Geschäftsführer, ja, du. Ich so, ja, Konto, wer öffnet? Du ja, hast du. Ihn zum Geschäftsführer gemacht? Ja, aber ich trau ihm doch. Ja. Bleib mich zum Geschäftsführer machen. Weil wir sind ja wirklich Freunde. Was ist denn, wenn der jetzt in einem halben Jahr kommt und sagt, kannst du mich auch mal jetzt zum Geschäftsführer machen? Dann löse ich komplett das Konto auf, gebe ihm das ganze Geld, mach du, ich bin einfach nur Praktikant bei dir. Okay, ihr seid wirklich Bruder. Ja, wir sind ja nicht wie bei euch im Fernsehen. Wir sind nicht über mit so Knebelverträgen. Ich möchte an dieser Stelle, das ist schon wieder Double Time, festhalten, Tommy und ich, man sieht ihr nicht. Ja. Ist es eigentlich scheiße, wenn man dann mit also über jemanden spricht, der im Office? Man weiß, wobei ihr disst ja auch immer den Dings, Volker, und der ist nicht da. Fasern, Ömer. Genau. Tommy und ich haben noch nie einen Vertrag miteinander gehabt und wir kennen uns seit 2008, alles immer safe. 12 Jahre lang, nix. Ja, aber du bist im Fernsehen ähnlich. Du schuldest übrigens noch Geld. Du bist im Fernsehen ähnlich. Ja gut, das finde ich erstmal schön, aber bei A. Kelly kam es ja auch erst 20 Jahre später raus. Ja, da kam die Wahrheit später raus. Der Dulli ist übrigens auch hier, den sieht man unten. Hi Dulli. Hi Dulli. Dulli. Star, R&B, Krefeld, Köln, New York, ja, mit seinen Burgerläden. Hawaii. Hat nicht einmal gesagt, komm, ich lade dich ein. Dulli hat Burgerläden? Ja, hat ein Burgerläden. Drei? Drei Stück. Dein Ernst jetzt? Ja. Aber du bist voll, aber er ist so, ich habe ihn beobachtet. Ja, er ist so, wie die coolen Leute sagen, low key. Wenn ich das höre, ich hätte dir aufs Nasenbein hauen. Seid ihr auch so Leute, die Lit benutzen, das Wort? Boah, nee, hab ich noch nie in meinem Leben benutzt. Ich sogar hasse es. Ich kann nicht mal Englisch. Also, ich bin da komplett raus, meine Freunde. Nice to meet me, alle. Ich feier den für diese. Guck mal, ich spreche Englisch, aber mich fuckt das ab, wenn Leute so viel Englisch reden. Ja. Weil das ist einfach so. Nein, du meinst Deutsch, aber dabei ganz viele englische Wörter benutzen. Ja, genau, so ganz viele Anglizismen. Aber die denken, das ist dann cool. Ey, das war voll lit und so amazing. Und Girl, you slay. Halt deine Fresse. Das Einzige, was geslayt wurde, war die chirurgische Praktik in deinem Gesicht, dass du so eine künstliche Nase hast. Aber er hatte die Ignoranz. Er weiß nicht, was das heißt. Und er will auch gar nicht wissen. So, weil ich sag zum Beispiel, Bruder, das regt mich so auf, wenn er eine Lit sagt oder so. Und dann sagt er, ich weiß nicht, was das heißt. Keine Ahnung. Ich kenne diese Person und ich kenne heißt die da. Ey, und dann Drip. Ey, dieser Drip ist voll krass. Ich würde gerne den Drip von deinem Nasenbluten hören. Was hast du die ganze Zeit mit Chirurgie? Nee, das hat er jetzt nicht mit Chirurgie zu tun. Wir haben vorhin über die Ärzte gesprochen. Ah, okay. Aber ich will jetzt nur kurz nochmal zurückgehen. Drip war lit. Ich will nochmal zurückgehen. Drip war lit. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Nein, wir haben ja ein. Warte mal, kannst du. Oh. Boah. Oh, holy shit. Ja. Corona! Ja, Corona. Oder Ebola, da du ja. Also da bin ich raus. Also da bin ich raus. Boah, Scheiße. Also ich enthalte mich, distanziere mich ganz klar von dieser Aussage, weil wenn wir irgendwann mal Gespräche mit Spotify haben, kann ich immer nur sagen, ey, guck mal, einer war korrekt. Das war's. Das war er. Lisa hatte mit dem Liste ziehen. Nein, was ganz, ganz wichtig ist, man weiß ja, wo man hingeht. Und wenn ich jetzt hier bei euch sitze, dann weiß ich. Übrigens, das hast du mal bei ihm erwähnt, dass wenn er zum Beispiel zum Amt geht oder am Telefon. Was macht er da? Dann switcht er. Ja. Und genau dieses Phänomen kenne ich. Echt? Ja. Erzähl mal. Pack mal dein Hessisch aus. Ja. Halt die Fress. Guck mal. Ich mach das, was ich will. Hände runter, du bist in meinem Land. Ja, genau. So, guten Tag hier. Wir sind hier bei den Deutschen. Jetzt haben wir auch hier so ein Exemplar mitgebracht. Dass wir gesagt haben, wie sehen die auch von vorne aus? Können die reden? Weil am Mikrofon hört sich das ja alles sauber an, ja. Aber wer besitzt die Stimme? Das ist das Wichtigste, ja. Und ja, da war ich jetzt hier letztens wieder bei der Behörde, habe ich mal angerufen. Guck mal. Ich sag, hey Ulf, hier, mach den Finger runter. Hab ich gesagt. So, ganz sauber. Da bin ich mir jetzt haben wir noch so einen Griechen, die haben sowieso kein Geld, keinen Cent. Leben von uns. Tommy, der meint dich, Allah. Ja, Tommy, bist du ein Senfglas oder was? So, ey, sicher, ich kann es nicht mehr hören. Jetzt haben wir hier noch den Dulli hier. So ein, was bist du für einer?
Tunesier. Warte mal ganz kurz, du kennst den Dünni und weißt gar nicht, wo er herkommt? Nee, ich will mit so einem Dreck nichts zu tun haben. Das duld ich nur. Ja, deswegen heißt er auch Duldi. Junge, fresh auf Freund. So. Wirklich, ganz ehrlich. Respekt. Der ist der Money. Den nimmst du auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, den nimmst du mit auf die Bühne, aber du gehst ja auf die Bühne, du bist ja auf der Straße. Nee, aber der Money, der braucht so eine Sendung. Ja. Der braucht wirklich, ey, glaub mir, der wird der größte Star aller Zeiten. So wie Dennis aus Marzahn, oder wie heißt der? Dennis aus Hürth. Ist so das Gleiche. Boah. Dennis, also, Dennis aus Marzahn ist so und Cindy aus Hürth. So, und dann muss der als Money so sitzen und so Sachen roasten, Rap-Videos. Stell dir vor, so. Aber mit dieser Money-Art. Und keiner wird sauer auf dich sein, weil die wissen, du spielst in dieser Figur. Ja, du kannst zu einem Sat1-Chef gehen und sagen, der so, schön, dass du da bist. Ich sage, ey, schön, dass du hier bist. So. Aber der wird meistens eben. Es ist schön, dass ich Zeit für dich habe. Ja. Ja, aber das ist ja mein Kamerad. Ja, und dann immer so, dass du so ein Arbeiter bist. Zum Glück sitzt ja nicht wie einer von euch da. Sonst hätten wir ein richtiges Problem. Wissen wir nicht. Doch, Abendprogramm. Da dreimal wird hier die Glocke gebunden, dann kommt hier die grüne Farbe irgendwann ins Spiel. Und dann kommt da. Der ist Dieb, den versteht nicht jeder. Ja, das versteht nicht jeder. So, dann, keine Ahnung, da wird ja jede zwei, drei Stunden wird ja unterbrochen. Das Schlimme ist, dass sogar die Kopfbewegung ja völlig authentisch dabei ist, so, ne? Ja. Ich hab richtig Angst, ey. Ich hab richtig Angst. Ja, aber nee, das hilft mir echt im Leben weiter. Ja, und deswegen wusste ich ja, worauf ich mich einlasse heute. Und das ist eigentlich genau das, was bei mir übrigens dann auch passiert. Man ändert eigentlich nicht seine Sprache oder die Art und Weise, wie man redet, sondern das bin ich ja. Ja. Man ist es. Aber ey, bist du der Mann? Nein. Doch. Auch? Ich merke das selber. Ja, wenn du der sprichst, dann... Ich bin ja... Kennst du das vielleicht, wenn du zum Beispiel... wann warst du das letzte Mal im Iran? Vor... Was will der im Iran? Da gibt es nur Jahren. Hasen und Frösche. Vor 10 Jahren war ich da. Hast du da nicht gegessen oder was? Ist das dann so? Ist das dann so? Haben die da was zu essen? Ja klar, Safran. Ist das dann so, dass wenn du dann da bist... Ach, guck mal, der Deutsche. Dass die dir anmerken, klar, das ist du doch bist orange. Voll der German. Der hat doch nicht mal eine richtige Hautfarbe. Alter. Ich würde ja gerne deine Haut bewerten, ist aber sehr schwer mit diesen ganzen Haaren im Gesicht. Und diese Krebshaut. Der sieht aus wie ein Prinz aus Thun, ist alle und redet. Ich dachte, da wird der sein Prinz aus Zamunda. So, was ist da los? Ich weiß auch nicht, ich muss mal kurz meine Dings. Das ist das Problem bei diesen großen Brillen, weil meine Augenbrauen. Hier kommt er. Ich so, warum macht er eine Pause, Alter? So, ja. Weil man manchmal gesagt hat, wenn du versuchst, witzig zu sein, mach mal einfach nur die Pause. Magic Break. Ja, aber du hast einfach gesagt, du meine Augenbrauen. Den Rest habe ich euch überlassen und ihr habt gelacht, das reicht mir. Nein, wenn ich die Brille aufziehe. Ah, fuck, jetzt sitzt die. So. Dann habe ich das Problem, die ist so groß, dass die Augenbrauen immer an das Glas drankommen. Ich muss also alle 10 Minuten meine Brille sauber machen, weil ich mir natürlich auch morgens immer mein Gesicht mit BB eincreme. Ja. Und ich bin eigentlich gar nicht so oft geschminkt. Will ich eigentlich auch gar nicht. Machst du diese Maske? Bei mir macht man Maske. Ja, sag nee, schon. Achso, nee, nee, das, nee. Doch, ab und zu. Doch, klar, ab und zu. Du gehst nicht vor die Kamera, ohne dass die so kurz ab. Okay, pass auf. Wirklich ohne Scheiß, es war so, dass... Real Talk. Real Talk, man. Well, that was a long time. Long time ago. A long time ago, I was about 6 months straight on TV. They put the camera on. They didn't check it. Nigga, I put myself in front of the camera. Oh, he said the N-word. Oh, fuck. Can you cancel that? Nein. Wir lassen das extra drin. Yeah. Wir machen das sogar. Ich wiederhole dann, das. Boah. Ja. Yeah. Okay. Mom, Dad, ich werde hier gefangen gehalten. Sie haben mir gesagt, ich soll das sagen, was ich hier gerade sage. Nur dann komme ich frei. Jedenfalls ein halbes Jahr lang habe ich mich nicht geschminkt. Das hat keiner gemerkt. Echt? Ja. Und dann haben die gesagt, nee, Amy ist... Jetzt musst du aber mal wieder... Wir haben so viel Color Correction dann an der Bearbeitung wegen dir. Das können wir nicht machen. Color Grading ist hier die halbe Miete. Ja. Ja, gut. Wie lange moderierst du jetzt schon beim Box? Wie kamst du echt erstmal dazu, oder? Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Shahin ist wie immer nicht nur hübscher, sondern auch intelligenter als ich. Er macht niemals. So ein bisschen so den roten Faden durch die... Nein, eigentlich durch nicht. Eigentlich ist er... Okay. Der ohne Schlaber nur scheiße. Okay. Nein, das stimmt nicht. Er macht sich jetzt ihr kleiner als er ist. Ihr spielt euch immer die Bälle so zu. Er ist der Beste. Nein, er ist der Beste. Er ist der Beste. Nein, ich kann das nicht annehmen, sondern mein Applaus gilt nur für meinen Bruder Nisa. Nein, Shahin ist der Beste. Der lustigste Mensch aller Zeiten. Ach! Soll ich jetzt erzählen, wie das angefangen hat? Oder? Erzähl mal, ja. Ja. Erzähl. Ja, für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen. 1977. Ey, du bist jetzt auch so lit. Nein, auf gar keinen Fall. Nein, ich bin 1977 geboren in Eritrea.
Ja. Und mit 2 Jahren nach. Kriegen die da normale Kinder? Ja, okay. Im Krankenhaus. Ich war im Krankenhaus, ja. Mann. Ich war sogar im Krankenhaus. Ja, okay. 79. Boah, es tut mir leid, ich muss ja Geld verdienen. Das wäre das. Du verdienst hier kein Geld. Auf einmal merkt man. Okay, weiter, du bist. Okay, erzähl. 79 dann nach Deutschland gekommen, nach Köln. Und das ist der Rest der Geschichte. Und dann bin ich. Dann war ich bei Box. Was eine Karriere. Dann war ich bei Box. Und dann war ich Dreijähriger. Ja. Nein, aber ich habe mit 14 Jahren, wirklich mit 14 Jahren angefangen, Rap-Texte erstmal nachzuschreiben vor den ganzen Hip-Hopern. Wer hat dich da inspiriert? You name it. Nenn mal ein paar, damit ich mich so freue. Okay, Tupac, Das FX, Leaders of the New School, Flipmo Squad, Busta Rhymes, Chunkmaster Funkmaster Flex. Der hat doch was ganz anderes gesagt. Funkmaster Jam. Oder so. Yeah. Der mischt die immer. Yeah, der mischt immer Funkmaster Flex und Jammaster J. Ja, yeah, genau. Dann macht er so einen Namen. Dann sagt er Funkmaster Jam. Und Runny MC, down with the king. You down wanna be king. Down with the king. 2 years ago, a friend of mine asked me to say some MC rhyme. So I set this rhyme I'm about to say. We rockin' and sing and then I jam this way. Jack, Recker, Lecker, Checker, Recker, genau. Mit Pete Rock and Seal Smooth. Pete Rock and Seal Smooth. Also das war. Und da hast du auch selber geschrieben. Und da habe ich die ganzen Rap-Texte. Was war dein erster Rap-Text? I said check it, wreck it, microphone bracket, get out the way when he gets wicked, I don't wanna make an exist. Das habe ich mit 14 geschrieben. Immer noch besser als was jetzt hier läuft. Ja, genau. Auf Spotify. Das war immer noch krasser. Was ist momentan, bevor wir jetzt hier so einen Talk aufmachen über Hip-Hop und so weiter, was ist da los? Machen wir gleich. Okay. Wir müssen erstmal den Werdegang, wie du so ein Superstar 79, bei Vox bist. Ja, jetzt übertreibt man nicht. Doch, du bist ein Star. 79 auf jeden Fall und dann mit 14 Jahren meine ersten Rap-Texte geschrieben, dann in der Schule performt und die Leute haben gesagt, boah, krass, Alter, das hört sich voll geil an. Und dann ein paar Jahre später, DJ Ike One. Ja, Ike! Du jetzt, Junge! Ike One. Wo bist du, Alter? Wo bist du? Bruder, der guckt doch kein YouTube, der ist bestimmt 60. Wenn ihr jung wart und der schon DJ war. Ey, Ike, was ist mit dir? Der ist 60! Wie alt ist dann Tommy? Ja, Tommy ist. Das ist doch Nico vom Backspin. Ey, jetzt musst du mal einmal vor die Kamera kommen, damit die wissen, wie du aussiehst. Tommy, du siehst gut aus. Nein, aber so bleibt das Geheimnis. Das ist geil, weil die Leute fragen. Dann gehen die jetzt ins Internet und versuchen. Nico von Backspin. Okay, und gib mal einen DJ Lil Tommy. Ja. Jetzt habe ich es gesagt, aber das kann man mal. Ja, klar. Und Ike hat. Ja, DJ Lil Tommy. So, und Ike hat gesagt: Ey, du rappst doch. Hier, nimm das Mikrofon im Club, rap mal ein bisschen. Ja. Und weil ich ja wirklich die ganzen Texte, ich hab das Ding nicht gehört, Alter. Ja, weiter, erzähl. Also du warst dann in Clubs, was hast du gemacht, MC? Genau, ich war als MC. War das damals so ein Beruf, richtig, oder war das einfach, ich bin vom DJ-Freund, ich laber mal was mit dem Mikro? Ja, so. War das so, ja. Schwarze Karte an die Theke gehen und Getränke umsonst. Genau. Und andere Leute mittrinken lassen. Doch, das kam dann auch 50 Mark. War so ungefähr, ne? 50 Mark. 50 Mark, bekommen, dann 100 Mark. Ey, wenn du 150 Mark am bekommen hast, dann warst du in der Champions League. Champions League, also Liga, Alter. Ja, dann warst du so am Start. Ich so, yo, ich mach 150 Mark. An das einem Abend und du hast dafür nichts, also an Getränken und du hast alle eingeladen. Ah, okay. Und dann, wenn du keinen Alkohol getrunken hast wie ich, dann war super Jackpot, weil ich habe so 2 Cola getrunken und dann habe ich die Karte Ömer gegeben und der hat dann natürlich den Larry gemacht. Kennst du eigentlich noch den Club in Düsseldorf, Rheingold? Ja. Und das Checkers in Düsseldorf. Ja klar, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Willst du mich verarschen? Willst mich verarschen? Du weißt alle, deine Jungs haben mich verraten. Nein, nicht. Verarschlein? Wurde mit Checkers wurde auch Dings entdeckt, ne? Wer denn? Welches Model wurde da entdeckt? Ach so, Heidi Klum. Claudia Schiffer, glaube ich. Claudia Schiffer? War Claudia Schiffer. Ja. Ich war da an dem Tag. Mal. Aber Heidi Klum kommt aus Bergisch Gladbach. Das ist jetzt nicht so weit weg von Düsseldorf, aber ich glaube, es war. Was ist denn der Unterschied zwischen Heidi Klum und Claudia Schiffer? Ja, und das waren zwei deutsche Topmodels, die es in Amerika geschafft haben. Ey, aber Heidi Klum ist ja ganz brutal geworden da. Die moderiert ja. Die ist ja in der Jury von Super America's Got Talent. So, ja. Hä, die ist doch mit irgendeinem so Dings zusammen. Mit Tom von Tokyo Hotel. Ja, von Tokyo Hotel. Tom kennt sich aber auch richtig. Aber ist Tom nicht homosexuell? Ne? Nee, das ist dein Bruder. Tom? Nee, du meinst den Bill Kaulitz. Ja, das ist dein Bruder. Aber mit dem ist sie nicht zusammen. Nein. Nee, die ist mit dem Bruder zusammen. Ja. Okay, aber der Bruder ist ja nicht homosexuell, sonst wäre der ja nicht mit dir zusammen. Nein. Okay, jetzt vielleicht ist der bi, ich weiß es nicht. Aber der hatte damals diese Rasterlocken. Ah, genau. jetzt bin ich drin. Genau, und der ist jetzt mit ihr durch den Monsun gegangen. Durch den Monsun. Aber ist die doch 30 Jahre älter als der? Ja, das durchaus. Das war ja die Schlagzeile. Also, das ist so Wendler umgedreht. Ja, nur allerdings, Wendler hat weniger Frauen gehabt als Heidi Klum Männer. Ja.
Wer hat mehr Männer gehabt? Heidi Klum, J-Lo oder Kim Kardashian? J-Lo war schon böse. Meinst du Kim Kardashian vor ihrer Karriere oder während ihrer Karriere? Also guck mal, Kim Kardashian war wahrscheinlich mit der ganzen NBA zusammen. J-Lo. Dann kam Shiraz Hassan oder wie der heißt, ne? Der sie dann zum Star gemacht hat. Und so. Ja? Shiraz Hassan? Wie heißt der Shiraz Hassan? Ist ein Iraner? Inder, glaube ich. Ja, der macht doch so diese ganzen Influencer, macht der groß, wie diesen Logan da. Wie heißt der Logan bei YouTube? Logan. Paul Logan und so. Paul Logan ist der Schauspieler von diesem Film Crocodile Hogan. Dundee. Paul das Logan. Ist Paul Logan. Ja, das ist ein YouTuber. Nein, aber der heißt nicht auf jeden Fall Logan. Der heißt Logan, aber ich weiß nicht, ob der Paul heißt. Heißt der von Crocodile Dundee Paul Logan? Nee, Hogan. Bruder Paul Hogan. Paul Hogan? Warte, ich guck mal. Er und sein Bruder Jake Paul und Paul. Jake Logan und Paul Logan. Das sind zwei Brüder, die sind die erfolgreichsten YouTuber in Amerika. Sind die erfolgreicher als Shine hier in Deutschland? Shiraz Hassan sitzt einfach da und sagt so: Hey, you know, I'm sitting right next Paul to the Hogan. First Crocodile YouTube Billionaire. So. Ach, na und? Ist euch Geld wichtig? Mir nicht, gar nicht. Was heißt wichtig? Also wichtig fürs Leben, dass du leben kannst, ja. Allerdings bringt dir das alles nichts, wenn du nicht gesund bist. Und das bringt dir keine 10 Millionen was. Steve Jobs, der Arme, von uns gegangen, rest in peace. Multi. Was hat ihnen das gebracht? Allerdings ist Geld wichtig, glaube ich, auch für eine Ehe. Geld ist wichtig fürs Leben. Jetzt komme ich auch darauf hin, warum. Also, was ich sagen möchte, ist, ich sehe es bei Freunden zum Beispiel, die finanziell jetzt wegen Corona nicht gut aufgestellt sind oder so. Jo. Die streiten sich, da ist ein Sorgen. Ey, hättest du mal das gemacht? Vorwürfe. Also Geld macht nicht glücklich, aber zufriedener und ich glaube so ein ruhigeres Leben. Es vereinfacht einige Dinge. Genau. Du musst nicht die ganze Zeit nachdenken beim Einkauf. Ey, packe ich jetzt das ein? Reicht das auf der Karte? Ey, wie lange? Das gibt's nicht. Und ich glaube, reich sein will ich gar nicht. Solange ich weiß, wenn ich einkaufe und meine Miete zahlen kann, ohne nachzudenken, mir vielleicht nochmal bei McDonald's ein Menü gönnen kann. Halleluja. Ja. Was ist der Unterschied, ob du so eine Million hast oder 100 Millionen? Außer, dass 99 Millionen Unterschied ist. Ja, aber okay, was, das ist schon der Unterschied. Ich weiß nicht. Das ist kein Unterschied. Ich hab so gar keinen Bezug zu Geld. Ich weiß gar nicht, wieso ich die Frage gestellt habe. Doch, ja, wegen Shiraz Hassan und wegen hier Kim Kardashian. Ich hab so gar keinen Bezug zu Geld. Kohle, Mann. Ja, die gehen ja meistens über Leichen, ja. Dass diese ganzen deswegen Typen. Hat das auch. Und dann würde sich fast wieder der Kreis schließen, weil du ja vorhin gefragt hast, wie ist das dann eigentlich so gekommen? Irgendwann habe ich dann Tommy kennengelernt. Ich mache wirklich so ein paar Zeitsprünge so. Ne? Und Tommy hat dann damals eben diesen Musik-TV-Sender. Wo hast du ihn kennengelernt? Über Ike. Über Ike One. Hat er dir Hallo gesagt das erste Mal? Als ich das bleibt ein geiler Insider. Ne? Ja, das bleibt echt ein geiler Insider. Das ist ein geiler Insider. Achso, willst du was trinken eigentlich, Amis? Ja, später. Okay. Ich war zu trinken noch nicht so viel, das gewinnt da dran. Die in Ostafrika sind gewöhnt, lange Zeit ohne Flüssigkeitszufuhr auszukommen. Aber das stimmt. Versuch uns das mal nachzumachen, Alter. Ja, verstehst du? Ich schwöre, während wir so rumheulen würden und sterben. Wir sind halb in der Wüste und singen dann noch. Und gewinnen Marathon und so. Ja. Und, kennst du von Edison? Ich laufe übrigens im Fernsehen, bedeutet das immer einen Kasten Bier. Ja, okay. Boah, echt? Was machen Muslime? Ein Kasten Wasser. Geil. So. Das ist so. Findest du, es vereinfacht. Warte, er hat euch zu Ende geredet. Also, wegen Tommy und wie du kennengelernt hast. Ja, aber du willst ja weg. Ich wollte mir nur was zu trinken holen. Ja, dann okay. Ah, dann hol mir gerne was mit. Ja? Ja. Ach, kennst du denjenigen an der Theke? Ey, bring was mit, weil ich weiß, dass der andere dann zahlen muss. Nein, das war aber immer so, ne? Ey, ist kein Problem, ich geh schon, ich kenne den Kellner. Dann kommst du zurück. Ey, Digga, kannst du mir kurz deine Karte geben? Meine Karte ist... Ich geh mal kurz... Digga, kannst du mir kurz... Denn ich sah mal früher geben. Mit der Karte, ja. Eintritt 4,90 €. Und auf aber der Karte war 2,20 € ein Wasser drauf, fertig. Und er war aber jeden Freitag, Samstag dreimal da, weil er so Dinge, Touren gemacht hat. Und diese Besitzer haben gesagt, ey, dieser Kleine, der ist so ein richtiger Rotzbengel. Rotzbengel. Aber der hat immer Stimmung wahrscheinlich auf der Tanzfläche gemacht. Brutal. Belesch. So, also. Tommy. Ja. Und der hat dann eben bei iMusic One so eine Musiksendung auf die Beine gestellt. So wie damals Daisy D mit Club Rotation. Was macht Daisy D eigentlich? Ich weiß es nicht. Irgendwo in Holland? Liebe Daisy D, schöne Grüße an dich, falls du das jemals sehen solltest. Ey. Ich habe immer deine Sachen verfolgt. Die hatte auf Viva Nachts diese Sendung. Club Rotation war diese Elektro-Sendung. Ja. Die hat aber auch eine R&B-Sendung, die lief nachts.
da hat die ganz viele Stars interviewt damals. Outkast, echt? Usher, Wyclef Jean, alle waren da, LL Cool J. Wie boah, hieß krass, das? Auf jeden Fall Daisy, die hat ja Tony Kutura dann geheiratet irgendwann. Ne? Daisy, schöne Grüße an dich. Tony Kutura war einer der größten Produzenten in den 90ern, Anfang 2000. Aber schöne Grüße an Daisy, wenn du das siehst, in the building. Mir. Ich schlag dich ein. 100%. Die ist super. Und was mit ihrem Mann? Tony Kutura, ist sie nur mit dem zusammen? Nee, ich glaube, die ist ganz schön. Weißt du, dass Daisy die Schwester von Papa Bär war? Ja. Nein! Papa Bär. I'm lonely. Nee, das ist Nana. Das Nana. Papa Bär ist cherish the love we have. Haben so Bee Gees hochgenommen. Ey, krass, von Papa Bär. Ja, ey, Daisy. Das ist doch der mit, wen hab ich mal in Berlin getroffen, der so eine Allergie hat? Jan van der Don. Jan, wie war das nochmal? Jan van der Don, ey, scheiße. Ist das der Triple D oder was? Nein, das ist nicht Triple D. Ey, ich hab einmal Jan. Ja doch, Triple V oder VD3 oder so heißt der jetzt. Ey, ich hab einmal Jan van der Thorn. Ich grüß an Jan. Wer ist denn nochmal Jan van der Thorn? Der von Sag doch mal. Der die Hooks gesungen hat bei Booyah alle. Der weiß, wie der Glatze. Ja, genau. Der war in jedem Dings, auch bei Papa Bär, auf diesem Schiff, auf diesem Motorboot. Ja, genau. Den hab ich kennengelernt, vor 2 Jahren. Ja. Ich war bei dem zu Hause. Bei Papa Bär oder bei Cherish, den Sänger? Jan van der Thorn. Ich war bei dem zu Hause. Sollte ein gemeinsames Projekt haben und für mich, ich wusste irgendwo, da ist eine Verbindung, bis ich dann erfahren habe, wer das ist, ne? Ja. Und der war so ein älterer Mann und so, ne? Ich habe auch seine Kinder kennengelernt und dann komme ich raus und ich sage, ey, Nisa, weißt du, wen ich kennengelernt habe? Jan van der Thorn, ne? Und das Einzige, was er sagt, was gar nichts mit diesem ganzen Thema, was ich da hatte, zu tun hat, sagt so, ja, der hat eine Weizenallergie. Was? Der hat eine Weizenallergie. Also, es hatte nichts damit zu tun und ich bin in Berlin, ich weiß noch. In der Nähe vom Alexanderplatz. Ich hatte 25 Minuten Autofahrt. Ja. Ich musste irgendwann anhalten. Ja. Ich konnte nicht mehr fahren. Dass ich dieses Audio nicht mehr habe. Dieses Audio einfach so, ja, ich weiß Bescheid, ey, der hat eine Weizenallergie. Ich sag mal, warum erzählt er mir das? Ey, gerade Jan van der Thorn, Papa Bear, Sherry's the Love, 90er King, The Dome, dieser, der so, ja, der Weizenallergie. Wir haben alles weggerockt und der sagt Weizenallergie, okay. Ey, Daisy, ich will Daisy D echt sehen. Ich will wissen, was die Daisy macht. Daisy D, das war. Die war eine cool. Ey, weißt du, das ist aber so ein ganz, ganz deeper Insider. Auf dem Vanille-Eis-Film Cooles Eis Soundtrack hat die sogar einen Song. Crazy. Ja, der läuft auch im Film in der Szene, wo Vanilla Ice sich mit seiner Freundin streitet und dann fährt er so ein Motorrad. Ich wusste noch nicht mal, dass Vanilla Ice einen Film hatte. Doch, Cooles Eis, klar. Echt jetzt? Du kennst das, ne? Ja, Tommy kennt das natürlich, ne? Ich kenne nur Yo Cooles Eis. Ja, das ist, Wie hieß die nochmal? Diese Rockgruppe, Nicht Van Halen? Nein, nicht Van Halen. Aber diese Hip-Hop-Band hat das gecovert. M.O.P. hat das gesampelt, aber Cooles, das ist in Original, ist das von... Yo Cooles Eis. You will end a sacrifice. Ja. You was cold as ice. Hier bin ich hier jeck. Die Scheiße ist, ihr könnt bei YouTube und Co. und Podcasts und so weiter, könnt ihr keine Songs. Nein. Aber wobei doch, es gibt doch dieses Zitatrecht, Digga. Es gibt das Zitatrecht und wenn wir über irgendetwas sprechen, wie jetzt zum Beispiel über Cold as Ice, dann kannst du hingehen und 30 Sekunden davon, bis zu 30 Sekunden reinschauen. Du willst uns nur schaden. Ey, wirklich ohne Scheiß. Okay, ich sag dir jetzt, warte. Doch, das ist so. Oh, Scheiße. Wusstest du das? Ich hab gar nicht zugehört. Wenn du im Podcast über Songs sprichst und du, das ist dann quasi über das Zitatrecht abgedeckt. Du kannst dann hingehen und weil du ja über diesen Song sprichst, kannst du bis zu 30 Sekunden davon einspielen. Von dem Song. Sicher? Echt? Pass auf. Dann muss ich hier noch mehr Equipment kaufen. Pass auf. Cold Desires M.O.P. Ey, dieser Song, Pump It Up, ne? Welcher? Ja. Wie ging der Song nochmal? Pump Up The Jam. Pump Up The Jam, das war Technotronic. Das war auch Daisy D. Nein, das war Technotronic. Das war Daisy D. Das war Technotronic. Bist du dir sicher? Ja. Also ich bin mit Daisy D, bin ich mir nicht sicher. Foreigner. Wer sagt doch? Nein, Foreigner ist Dings. I wanna know what love is. Von dem ist das auch. Was meinst du doch? Nein, Pump Up The Jam ist von Technotronic, ist nicht von Daisy D. Wer hat das gesungen? Nicht Daisy D. Niemals. Nein. Technotronic, die Frontfrau war Daisy D? Nein, da wette ich mit dir 15.000 Euro jetzt. Bah, hör auf, Alter. 15.000 Euro, ich bin schon im Internet, Alter. Tech. Die haben doch gar nicht. Was soll er da wetten? Hör auf damit. Ich bin mir sicher. Okay, wir gucken jetzt. Oh, nee. Gib mal ein. Daisy. Was ist das für eine Uhr? Eine Swatch, aber die kann nichts. Also man kann so ein bisschen touchen.
Aber nicht mehr also nicht. Also wie am Kölner Hauptbahnhof. Da lacht natürlich der Nafri im Hintergrund. Daisy D. Weil ist einige eine Cousins Sängerin von ihm da waren. Ja, Daisy D. Schauspielerin und Fernsehmoderatorin, bekannt insbesondere in den deutschsprachigen Ländern. Oh, Musikgruppe Technotronic. Oh, Digga. Niemals. Oh mein Gott. Ey, wenn ich mich jetzt sein Google ist anders. Nein, das ist niemals. Google. Aber das war eine belgische. Hier, warte mal. Pop up the Jam, ne? Kann man das Video jetzt, dann kann man es nicht mehr verwenden, ne? Warte, wir gucken jetzt. Pump Up The Jam. So, warte mal. So. Boah, das wäre jetzt aber wirklich krass, das weil ich es nie zusammengebracht habe. Das wäre zu krass. Dann würde ich auch meinen Hut ziehen. Aber bevor ich den ziehe... Ist der virtuell. Schneid erstmal deine Haare. Warte. Warte. Schneid erstmal deine Haare. So. Also das ist jetzt erstmal die Künstlerin, die so... Direkt da so angezeigt wird, oder was? Ja, genau, angezeigt wird. So. Auf den Covern? Ja, aber warte, personal. Nein, guck, hier, ich zeig's dir jetzt. Erste Album, Pump Up The Jam, ne? Ja. Da ist nicht Daisy dabei. War sie irgendwann mal Teil der Formation? Kann sein, aber da nicht. Nicht bei Pump Up The Jam. Nichtsdestotrotz will ich ja hier in diesen Sieg jetzt nicht so... Ich bin trotzdem geschockt, dass die überhaupt was damit aber tun. Warte mal, wo guckst du denn hier? Ja, guck mal, du gehst aufs Album Pump Up The Jam. Das ist so eine, das ist eine nordafrikanische Seite. Nein, das ist das Album. Aber der Song, du musst nach dem Song gucken. Ja, gehen wir doch, ist doch kein Problem. Album ah, ja, okay, Pump Up The Jam. Ja, guck mal auf das Cover. Da, ja. Oh, geh mal hoch. Ja, wer ist das? Das ist nicht Daisy. Sieht nicht aus wie Daisy D, Alter. Die auch nicht. Warte, und das ist das Cover. Ich kenne dieses Cover noch. Wie wird das geschrieben? Aber nicht Pump Up The Jam. Du meinst die Studiosängerin, oder was? Nein, die Stimme ist auch anders. Why your feet don't stomp in? Ist die das? Aua! Aua! Ich weiß es nicht. Das ist sie nicht. Nee. Aber das ist schon krass. Sie war aber anscheinend auf jeden Fall Teil von Technotronic. Ja, das ist schon krass. Das hätte ich nicht gedacht. Ach, die Zuhörer wissen weder, wer Technotronic noch Daisy. Bist du sicher? Ja, ich glaube. Als ich dir zugehört habe, wie du. Du bist einer von vielen. Einer von wenigen. Wollte ich gerade sagen. Was guckst du da wieder? Ich will das auch. Du willst genau, als ob du Ahnung hast. Okay. Ja, dann habe ich mit ihm tatsächlich wirklich viele Sachen ausprobiert. Bei ihm war zum Beispiel auch so die Nummer, was zeigt der dem denn da jetzt? Ja, worüber lacht der allein? Was macht der? Zeig mal. Ja, du Google. Aber was denn bei Google? Ja, dein Griechisch ist Google. Zeig, ja, Google. Zeig mal. Ja, was denn? Ja, das habe ich doch auch. Das haben wir auch. Wir sind aber auf den Wikipedia-Eintrag des Albums und des Songs gegangen. Und da steht ja... Was denn? Da steht das. Alben. Alben von Technotronic. Und aber guck mal, da steht Daisy D und wirklich ihr Alben. Und Alben, auch der Titel. Pump Up The Jam. Das analysieren wir jetzt. Aber hier steht's nicht. Wie zum Teufel sind wir eigentlich da drauf gekommen, Alter? Ist doch scheißegal. Ihr seid von da hinten um die Ecke gekommen. Daisy D, wir laden dich hier ein zum Podcast, dann kannst du mit uns darüber reden. Okay. Das ist doch das Beste, so lüften wir das Geheimnis. Guck mal, was ich sage. Okay, ja. Wenn sie da ist. Wir laden noch mehr alte Leute ein hier. Ja, lass uns sie doch einladen. Wenn sie da ist, bin ich ja definitiv nicht da. Ja. Aber ich gucke mir das auf jeden Fall an, das mit Daisy D und auch die anderen Dinger. War das nicht eine Radiomoderatorin sogar? Nein. Radio hat die gemacht? Auf jeden Fall TV und dann... Tommy und weiß dann, alles, aber sagt nie Hallo. Genau. Das ist so ein geiler Insider. Und dann von iMusic One war der Sprung irgendwann mal zu ZDF Neo. Da habe ich dann abgefahren, Wissen auf Rädern. Das war so ein Wissensmagazin quer durch Europa. Wir sind so mit so einem Jeep rumgefahren und haben so Wissensfragen auf eine andere... auch musikalische Art und Weise versucht zu beantworten, indem wir am Ende jeder Folge, und das war nur ein Freestyle, aber ZDF Neo hat unsere GoPro-Aufnahmen, die Rohaufnahmen gesehen und die haben gesehen, dass wir gefreestylt haben im Auto und dann so, ey, Jungs, könnt ihr auch freestylen über das, was ihr so in der jeweiligen Folge gesehen habt? Und daraus haben wir dann quasi immer am Ende der Folge quasi so einen 1-Minuten-Rap gemacht. Und da haben die Leute mich dann von der Produktionsfirma gesehen, die was für Vox produziert haben. Und so kam ich zu Vox. Erst quasi von außen und dann hat Vox gesagt, Herr und Frau Vox, komm. Hast du nicht Bock? Jetzt bei Vox? 2014, sechs Jahre. Sehr gut. 6 Jahre schon? 6 Jahre. Ich glaube auch, dass
Könnt ihr viele meiner Freunde fragen, ich war innerlich immer so, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber so eine innerliche Unruhe. Weil du siehst etwas und du weißt, du kannst das auch. Du weißt, dass du eigentlich, du willst nicht sagen, du bist noch besser, aber du weißt, dass du es kannst, aber du weißt nicht, wie du da hinkommst. Und dann bist du irgendwie unruhig. Boah, gut gesagt. Sehr gut gesagt, ja. Und es ist so, diese innere Uhr sagt dir, sie tickt immer lauter, aber du, also du ignorierst sie nicht, aber das ist dir aber auch, also weißt, irgendwie scheißegal, aber du musst diesen Weg finden. Und Tommy hat dann auch immer gesagt, entspann dich. Es wird, irgendwann mal wird es genau diese Menschen geben, die deine Art von Humor oder deine Art von Sein verstehen. Und das ist der Punkt. Okay, aber was ist, wenn es nach 15 Jahren immer noch nicht so ist? Dann ruf alles Morgan, schön geredet. Aber dann ruf Morgan Freeman an. Der ist doch auch erst mit wie vielen Jahren ist Morgan Freeman erst bekannt geworden? Ja, das stimmt. Und Samuel Jackson auch, erst mit über 50. Samuel L. Jackson, beide. Digga. Quentin Tarantino, verstehst du? Samuel L. Jackson, boom! Ja. Aber ich bin so, ich habe eine andere Karriere. Wenn so bei mir eine Woche nichts funktioniert, dann habe ich die Passion. Dann musst du in die Anstalt. Wirklich. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich glaube, darüber muss man auch manchmal sprechen, weil, guck mal, das, was wir ja vermitteln, ist eigentlich so, life is good. Ja. Yeah. Und alles ist cool. Und wir haben ganz, ganz viel Spaß. Aber die Leute sehen das ja, wenn es fertig geschnitten ist, die Pointen sitzen und so weiter. Aber ich glaube, nur die wenigsten wissen, was für eine harte Arbeit dahinter steckt. Ja, das sieht niemand. Niemand. Die sagen auch immer, warum kommt da nichts oder warum kommt da nichts? Das ist ein Fulltime-Job eigentlich, ja. Er hat ja auch noch seine eigenen Sachen, ich habe meine eigenen Sachen. Und dann ab und zu leidet, leider Gottes, auch der Podcast runter, dass immer eine Woche später dann die Videoversion kommt ohne Werbung, ohne Thumbnail. Hast du ein Thumbnail? Das ist ein Thumbnail, ja. Hast du wenigstens auf Werbung geklickt? Nee, ich habe geklickt, aber nur am Anfang. Aber das war dem gierigen Typen. Ja. Das war ihm ja zu wenig. Ich wollte unseren Fans das mal gönnen. Das nur am Anfang, das wird... Was denn für ein Scheiß? Du bist so ein dreckiger Typ. Ja, von wem hab ich das gelernt? Richtiger Stich. Also ich wollte unseren Fans, ich wollte was Neues bringen. Ich wollte sagen, ey, Anfang. Die glauben dir das, weißt du das? Ich weiß. Die glauben das, weil dieser Podcast hat das Image, dass er immer so der saubere Mann, obwohl der dreckigste ist. Nein. Ja. Du lügst unsere Fans an. Ja? Ja. Du lügst. Ja. Hast du jemals. Der sagt, dass er Fechten-Weltmeisterschaften guckt, das stimmt gar nicht. Woher willst du das denn wissen? Ja, weil das ist Schuko, benutzt den Bildschirm nur, um FIFA zu zocken. Genau, damit das ist so realistisch. Boah, bist du gut? Sehr gut. Weißt du eigentlich, wer richtig gut ist auch? Kai Pflaume, Alter. Echt? Warum ist der so? Cheyenne zerstört mit Kai Ansage. Pflaume. Mit Ansage. Mach doch Ansage. Ich wette, was er will. Ja. Ich wette mit. Hol erstmal deine 15.000 zurück. Nein, das ist ja. Bitte, das ist nicht dabei. Das ist noch nicht geklärt. Auf gar keinen Fall. Das ist noch nicht geklärt. Da steht so Wikipedia. Vor allem Wikipedia. Pump up the Wall. Auf dem Album ist sie nicht drauf. Auf dem Pump up the Jam Album ist sie nicht drauf. Das wissen wir nicht. Das wir klären wir doch. Wir laden doch Daisy D selber ein. Okay. Guck mal, es wird jemand das rausschneiden und Daisy schicken. Okay. Also Kai Pflaume ist sehr gut. Der ist immer, ich habe damals viele EA-Veranstaltungen moderiert. Und immer dann, wenn FIFA-Release war, gerne auch mal in München, ist er immer dahin gekommen. Und ich dachte auch, dass er immer eingeladen wurde. Der hat sich immer selbst erkundigt, wann ist so die nächste Release und so weiter, ich komme dahin. Und dann stand Kai Pflaume einfach da mit dem Ding in der Hand und ich dachte, Show. Nein, Mann, der hat gedaddelt und der hat richtig gut gedaddelt. Also, lieber Kai, ja, man kennt dich von der Sendung Nur, wer die Liebe zählt, ne, oder? Jetzt? Nur die Liebe zählt. Nur die Liebe zählt, ja. Und jetzt mit Ehrenpflaume, ich würde dich ja gerne darum bitten, einfach mal hier vorbeizuschauen. Und dann machen wir hier im Büro eine Runde FIFA. Und dann wird Schein dich zerstören. Aber dann nehme ich mal schön meine Pariser Mannschaft mit Neymar und Mbappé. Ja. Und mit Icardi werde ich dich natürlich über den Flügel und durch die Mitte werde ich dir mal. Das paar, hört er jetzt, ne? Ja, klar. Der macht sich jetzt seine eigene Taktik. Mit Tic-Tac. Das ist kein Problem. Also, ich spiele jetzt in der ersten Liga. Ja? Was heißt denn jetzt erste Liga? Von der ganzen Welt, in der ersten Liga. Es gibt 10 Ligen auf der ganzen Welt, die spielen in der ersten. Aber du hast dich da quasi angemeldet online und du bist. Echt? Genau. Du bist in der Weltliga. Ja. Und wie viele Spieler sind da drin in dieser ersten Liga der Weltliga? Ich glaube, in 2 Milliarden. Ich glaube, in Deutschland insgesamt sind, glaube ich, 45.000 Leute in den Ligen drin überhaupt. Aber Deutschland ist stark FIFA-mäßig, ne? Ja. Deutschland ist also haben sich schon einige die Zähne. Oh, guck mal, muss man überlegen, die Leute, die gegen mich schon gespielt haben,
das war früher, vor dem Lockdown. So, dann habe ich geübt. Dann habe ich natürlich den Aaron Toschke, schöne Grüße an dieser Seite, den habe ich mal kurz zerpflückt, ja. Ja. Dann Pietro Lombardi, ja. Habt ihr auch gegeneinander geradelt, oder was? Ja, der ist ja baden gegangen. Also so, dass er mich sogar von der PlayStation... So, dass er danach bei DSDS wieder mitgemacht hat. So, 15.000 Euro für jedes Spiel. Dass er, wenn man zusammen spielen will online, muss man sich ja eine Freundschaftsanfrage schicken. Ja. So, dass er mich als Freund wieder entfernt hat. Nicht dein Ernst? Ja, er hat gesagt, ich spiele nicht mehr gegen dich. Weil ich liebe es in FIFA... Okay, dann spiele ich auch nicht gegen dich. ...so jemanden zu erniedrigen. So. Mir reicht das nicht einfach ein Tor. Es muss so mit Fallrückzieher sein, mit einer Ecke. Schön. Okay, aber weißt du noch, Tor machen und dann X. Aber wo du gegen Issa gespielt hast, Bruder? Ja, gegen Issa, das muss. Schönen Grüße an Issa, das musst du zurückholen, Alter. Und musst, ja, weil da hat er dich wirklich nass gemacht, Alter. Das, ich spiele ja immer halt auf 4K-Fernseher, ne? Und mit schnellem Internet und schnell, aber auf PlayStation 3 oder. Willst du jetzt damit sagen, dass die Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren? Nee. Weil die hörst du das, Issa? Sie weiß, wer der Beste ist. Nein. ja, dann würde ich sagen Rematch. Ja, aber das lustige Aber war eine Band Match. Aus Schweden. Bitte? Aber war eine Band aus Schweden. Ja, so. Das ist der lustigste FIFA-Match. Gimme your man of the midnight. Boah, dancing to the way, sign on and ring on the song. Das sind die ersten drei bei ABBA-Konzerten. das lustigste FIFA-Match war gegen seinen Bruder. Ah! Warst du dabei? Ja, klar. Weil, guck mal. Ist der. Ich erzähl dir mal was über Nizar. Das ist ganz leicht erklärt. Nach dieser Geschichte weißt du, wie Nizar drauf ist. Okay. Ich schieß das erste Tor. Er sagt, mein Bruder, dies, das. Ja, guck, hast du gesehen? Zu seinem eigenen Bruder. Du bist nicht mehr gehörst nicht mehr zu meiner Familie. Hat die Scheiße nicht zerstört. Ich wusste, dass mein Bruder, mein Freund, das ist ein leiblicher Bruder. Zerstört. Er macht 1-1. Ey, Scheiße, ich bin enttäuscht von dir. Wie, dass du mich so blamierst, dass du mein Gesicht von meinem kleineren Bruder nimmst. Er macht 2-1. Ey, Schein, ich muss mir noch überlegen, überhaupt die Freundschaft mit dir. Nach jedem Tor Hat sich der Gemütszustand geregelt. Wetterfähnchen. Aber kannst du FIFA spielen oder nicht? Ja, ich kann so ein bisschen spielen. Ja, ich spiele mal gleich eine Runde. Ja, okay, warum nicht? Ich spiele gleich mal eine Runde. Okay. Okay, sehr gut. So, was wolltest du erzählen? Du Aberstan. Und so kam das. Aber ich glaube, die große Kunst ist ja nicht nur, es irgendwo hinzuschaffen, sondern da zu bleiben. Genau. Hochkommen ist einfach, da zu bleiben. Du bist jetzt. Ich weiß nicht, wie viel Panik man hat, aber ich glaube, das ist so das, was mich immer wieder antreibt. Dieses, wie kriegt man das hin? Aber du da bist zu bleiben. Du bist nicht mehr so auswechselbar bei der Höhle der Löwen. Du bist wie bei Günther Jauch, das gehört zu Stern TV. Vielen lieben Dank. Nein, das ist wirklich so. Ich nehme das Kompliment an. Und ja, hier, also, eigentlich wollte ich mal wetten, das. Oder hier, Tom, ja, Cruise, hier, Leute, jetzt, ha, hier. Also, ja, na, so, jetzt hier. Muss er schon wieder, los, ja. Der Tom Cruise, weißt du, muss wieder zurück. Ich finde, Thomas Gottschalk, sein Zenit war nicht wetten, das. Doch. Nein, sondern die Szene bei Sister Act 2, wo er den Koch spielt. Ey, jetzt mal ganz im Ernst, letztens lief doch mal Sister Act und der sitzt da in der Kirche in der ersten Reihe und wir so, ah, Sister Act Teil 2, super, hab ich damals spielt auch spielt er nicht auch in so einem Will Smith-Film mit? Weiß ich, aber bei der Szene, ich bin mir nicht sicher. Happy Day. Und dann sitzt er in der Mitte mit seinem Baguette. Ja, mit so Thomas Gottschalk. Ja. Und denkst du, was ist das denn? Wer sind eigentlich eure, habt ihr Vorbilder? Ja. Mein Vorbild ist Cheyenne. Meiner Nisa. Ich möchte gerne so. Okay, ich möchte an dieser Stelle festhalten, sie haben mir gesagt, ich soll das irgendwann mal so einfach droppen. Also erst mein Vorbild, aber Respekt, dass man wirklich über 65 Tage auf dem Mittelmeer mit dem letzten Hafen gut über ein Schiff, ohne schwimmen zu können. Ich bin hier geboren. Ich finde nicht respektvoll, der ist mein Vorbild. Wo bist du eigentlich geboren, Alter? Hier in Deutschland. Wo denn? Ja, das weiß er nicht. Guck mal, wie der überlegt. Er muss überlegen. Du Lügner! Ich bin einer der Menschen, die sagen, nein, lass sie. Der ist am 1.1. Übertreib doch nicht. Wie alle Ausländer. Ja. Das ist ein Phänomen. Boah, das ist rassistisch. Warum? Nein, das stimmt aber nicht. Nein. Viele. Nein. Das stimmt ja wirklich. Was stimmt? Viele Menschen unterschiedlichster Herkunft, interessanterweise, haben Geburtsdaten von 1.1. Ja. Ja. Ich aber nicht. Woher kommt das? Ich bin am 1. Februar geboren, aber wirklich. Ja, weil kam einen Monat zu spät. Das ist sogar schon eine Ausnahme gewesen. Das Schiff hat eine Panne gehabt, der kam einen Monat zu spät. Oh Gott, ich bin auf dem Mittelmeer geboren, man kann mich nicht zuordnen. Oh Gott. Wo waren wir stehen geblieben eigentlich? Wo er jetzt geboren ist, Alter, der weiß es, glaube ich nicht. Nee, ich weiß, wo ich geboren bin. Ich bin in Bonn geboren, im Krankenhaus. Digga, du bist ein Rheinländer. Yes. Deswegen, ich wusste, da ist was. Ich bin Thug Life. Ja. Thug Life.
Da kommen ja viele berühmte Leute her, ne? Aus Bonn. Und der ist im Iran geboren. Ich bin nicht hier im Iran geboren. Lüg nicht. Ich bin nicht geboren. Ja, klar. Bist du hier geboren? Der ist aus dem Ei geschlüpft. Ja. In jedem siebten Mai. Ja, nee, ich bin in Deutschland geboren. Auch hier in Wiesbaden, oder? Nein. Man hört es nur nicht, dass er in Deutschland geboren ist, aber. Weil ja. Das ist leider wahr. Es ist tatsächlich. Ich bin in der Nähe von Stuttgart geboren. Wie weit ist jetzt Stuttgart von Wiesbaden? Stuttgart? 2 Stunden. Okay, das ist ja. 2,5. 2 Stunden. Ja, du fährst ja wie so ein Besenkter. Ja, ja. Ich fahr ganz normal, der fährt nur 70 ja, auf der Autobahn. Ja, das Schwabeländle, ne? Also yes. Stuttgart. Zu was gehört? Ist das Baden-Württemberg schon? Genau. Kennst du Tübingen? Ja. Tübingen hat ja eine Basketballmannschaft. Genau. Deswegen, 15 Kilometer von Tübingen entfernt bin ich geboren. Da kommt auch meine Mutter her. Wirklich ein kleiner Ort. Kommt, ne? Wenn du sagst Tübingen, also ist der nächste größere kennt ihr, Ort. Kennt ihr diesen Skandal damals mit dieser Frau, wie hieß die? Die war komplett operiert. Die hat mal ihren Mann, man hat ihr vorgeworfen, dass sie ihren Mann umgebracht hat. So eine blonde Gina Giselle. Wie hieß die nochmal? Warte mal. Die war mit so einem Arzt verheiratet. Der ist dann auf kuriose Weise verstorben. Und dann hat sie den Das müsste ich eigentlich wissen, wenn ich bei Prominenten moderiere, müsste ich eigentlich wissen. Ich habe jetzt gerade eine. Wie? Giselle Bündchen. Nein, Giselle Bündchen ist ein Model. Ja, die war mit Leonardo DiCaprio zusammen. Ja. Und bist du denn? Du bist ja ganz woanders. Gina Lisa ist jemand anders. Lass mal Hallo zu sagen, statt irgendwelche Names zu droppen. Wie hieß die nochmal? Warte mal. Was weiß ich? Was gibst du jetzt bei Google ein? Mord? Millionär? Ich habe geschrieben, Giselle Mord Ehemann. Sie kam direkt. Zeig mal. Direkt. Tatjana Xell. Ist immer der Klassiker. Danach. Tatjana Xell. Ich weiß, sag mir trotzdem. Ja, das war die. Doch, doch. Ja. Okay, die kenne ich aber echt. Ja. Und die kam ja danach mit dem Mann zusammen, dem Burg von Hohenzollern, mit so einem Adligen von Hechingen. Und da bin ich geboren, in diesem Dorf. Da bin ich geboren und dann, als ich das zweite Lebensjahr erreicht habe, sind wir hierher gezogen und seitdem lebe ich hier. In Wiesbaden. Wiesbaden, genau. Ja. Mein Papa hat damals am Frankfurter Flughafen einen Job bekommen und hat die Röntgengeräte gebaut, die Elektronik, wo die Koffer durchgehen. Sein Vater ist ein intelligenter Iraner. Ja. Die gibt's auch. Ja. Wie die ganzen Mediziner. Genau. Ey, das ist aber wirklich krass, ne? Das haben wirklich viele Perser drauf. Ja, haben ja sonst nichts. Die sind, also bei denen ist ich Bildung. Überlege, bei den Eritreern, das ist so, es gibt in Deutschland so ein paar Eritreer, die im Funk und Fernsehen irgendwie unterwegs Teddy? Sind. Ne? Teddy? Übrigens, aber bei euch Respekt, ihr könnt einen Speer über 50 Meter werfen und treffen. Ja. Das ist auch was mit den Ostafrikanern mit euren Stirnen? Warum habt ihr so Alienköpfe? Alter? Was zum Teufel? Warum? Das ist echt mal unvorteilhaft, dass du jetzt da sitzt ist über meine Stirn redest. Boah, das ist auch was Eritreer, Alter. So ein Kollege von uns hat auch so einen Conehead, Alter. Sperrwurf. Nein, die sind am besten im Laufen. Ich laufe auf, liebe Grüße an Kai Pflaume, weil der schafft ungefähr die gleiche, ich finde sowieso, der, was macht der? Warum laufen so. Weiße überhaupt noch gegen Schwarze? Warum, die sind ja intelligent. Die laufen ihnen ja hinterher. Ja, guck mal, aber ein weißer Mann ist ja intelligent, der ist ja privilegiert, ja? Der hat ja Zugang zu Bildung und alles. Der muss doch wissen. So gebildet zu sein, pass auf, lauf nicht gegen einen Kenianer. Ja, genial. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, warum machen die das? Man muss sich ja immer wieder Herausforderungen stellen. Der muss doch wissen, ich kann nicht gewinnen. Ey, Typ, jetzt halt dich mal fest. 42 weiter macht. 42,195 Kilometer, ein fucking Marathon unter 2 Stunden. Wer? Unter 2 Stunden. Ich glaube, es war ein Kenianer. Das war ja ein Rekord, der, ich glaube, war das 2019, gebrochen wurde. Das hat also bis jetzt ja noch kein Mensch geschafft. Schneller als und also als immer noch nicht. Weniger als doch also okay. Unter 2 Stunden hat er es geschafft. Im ganzen Laufsport 42 Kilometer. Kennst du dich aus in diesen Laufsportarten? So. Es geht so. Kenianer, seitdem ich verdammt gut bin. Kenianer und Äthiopier räumen da immer alles ab. Ist das richtig? Kenianer, Äthiopier. Die räumen so. Ja, das sind wirklich so. Ja, weil die trainieren man könnte eigentlich auf den Höhen. Man könnte eigentlich bei den Sportarten noch Kenianer und Äthiopier zulassen. Das wäre ja interessanter. Einfach alle anderen ausschließen. Aber Kai, aber da läuft auch viel, ne? Kai Pflaume. Ich sehe das ja bei Insta. Der hat immer seine Zusammenfassung. So 10 Kilometer, 12 Kilometer, 8 Kilometer. Ja. Aber guck dir mal, die 10 Kilometer an von ihm. Der macht wirklich, einen Schnitt hat der von 4,8 oder so im Schnitt auf einen Kilometer. Das ist schnell, Mann. Dann ist er aber auch fit. 48 Minuten. Ich folge den ja auf Insta. Ich sehe das. Und beim Laufen macht er sogar Stories und redet dabei. Ja, dann ist der fit. Wie geht das? Dann ist der wirklich fit. Läufst du auch viel? Es geht.
Ja, doch, momentan jetzt so nicht, aber ich laufe schon. Seit du bei Höhle der Löwen bist, wirst du wahrscheinlich abgeholt mit Chauffeur. Ja, genau. Du hast gemacht. Dein Lifestyle geändert. Erzähl mal nichts, du hast dich verändert. Das du hat wirst so gefüttert, du sitzt im Auto. Das hat auch Tommy gesagt. Ja, Tommy hat eben gesagt. Tommy sitzt im Auto, sagt nie Hallo, aber er fährt nicht. Tommy hat doch gesagt, seit als du oben am Telefonieren warst, der meint, der hat sich voll geändert. Wir müssen festhalten, ich wollte mich jetzt hiermit offiziell nochmal entschuldigen dafür, dass wir so spät angefangen haben. Weil ich noch einen, Achtung, aufgepasst, einen wichtigen Call hatte. Oh, ich muss das jetzt erwähnen, um was ging's denn? Ja. Sag doch, um was es ging. Ja. Erzähl mal, wie viel Geld hast du wieder gemacht? Ja. Ich schätze mal so 72 Euro. Ja. Ich habe wenigstens auf Werbung geklickt, inklusive Essenspauschale. Hast du ein Thumbnail benutzt? Hast du ein Thumbnail benutzt? Arbeit doch mit mir zusammen, kriegst nie Werbung bei YouTube. Ja. Weil ich vergesse einzustellen. Gut, Höhle der Löwen. Ja. Da hätte ich ein paar Fragen. Ich gucke die Sendung gerne. Jetzt nicht jede Folge, ja, wegen der Zeit. Dann hat sonst voll viel zu tun. Ja, ich habe sehr viel zu tun. Arbeitsamt, Bürgerbüro. Wie ist denn bist da? Du am Telefon beim Bürger-Telefon? Ja, das geht aber meine Tricks nicht mehr. Wegen Corona ist alles online. Ich kann nicht. Ich versuche so zu schreiben, aber es geht nicht. Das ist doch alles gefaked, oder nicht? Was ob er das jetzt sagt? Ja, vielleicht sagt er das. Ja, aber das denken ja wirklich, also das denken übrigens wirklich sehr, sehr viele. Ja, aber die Investoren, die investieren doch ihr Geld nicht einfach nur so. Wie schnell sollen die sich denn da entscheiden? Aber es ist genauso. Es gibt ein Team extra vor Ort, die dafür sorgt, dass die Löwen, also die Investoren, die Startups nicht sehen können, bevor sie nicht gepitcht haben. Also präsentiert haben. Sie wissen nicht, um was es geht und sie wissen auch nicht, wer es ist. Was sie wissen, ist genau das, was im Fernsehen gezeigt wird. Und zwar bevor die Gründer reinkommen, sitzen die doch da und unterhalten sich schon darüber so, was könnte das für ein Produkt sein und so weiter. Das ist das Einzige, was so als Anhaltspunkt für die da ist. Und dann kommen die Gründer rein und pitchen. Und dann wissen die so nach 7 Minuten, worum es geht. 7 Minuten dauert's. 7 Minuten dauert der Pitch. Also präsentieren, worum es bei ihrem Produkt geht, USPs und so weiter, Alleinstellungsmerkmal. Und danach würde man im Hip-Hop-Jargon sagen, dann wird gehustelt. Und okay, darf ich dich was fragen? Und ganz kurz, ich muss hier kurz eingrätschen, weil du kannst mir das bestätigen, aufgrund deines ethnischen Backgrounds. Ja, bitte. Findest du nicht auch, dass Diddy aussieht wie ein Somalier? Volle Kanne. Ne? Volle Kanne. 100%, ne? Diddy, hab ich noch nie drüber nachgedacht, aber wirklich. Somali 100%. Boah, wo du jetzt Diddy sagst, ey Tommy, du brauchst nicht Hallo sagen. bei dem... Es tut mir leid. Das ist wie so jetzt eingepflanzt. Ja, wie so ein Alien eingepflanzt. Der hat das super eingebaut. Perfekt. Krass. Ich lerne. Die sieht aus wie ein Somali, ne? Ja, und es gibt eine Szene, wir haben die uns ja schon so oft angeguckt, wir schicken die uns auch immer gerne hin und zurück. Das war Bad Boys Hochphase. Und er hat es so geschafft, seine Big Deals zu machen. Aber es war schon zu dem Zeitpunkt so, dass Diddy verstanden hat, immer die Kamera dabei laufen zu lassen. Der hatte schon damals Kameraleute, die nichts anderes gemacht haben, als ihn bei seinem Daily Business zu filmen. Also er hat gevloggt, bevor es das gab. Ey, brutal. Und dann siehst du ihn, wie er am Telefon nur sagt so, okay, if you send me this one, we can make it. Okay, alles klar. Alright, we did it. We gonna do it. Und dann siehst du ihn nur, wie er auflegt und sagt, yeah, man! So, ich bin jetzt mal so brutal, ich schmeiß jetzt mal kurz. What the fuck? What's next? I do it, man! I'm a killer, man! Give me the shit, man! Nimmt das Telefon und haut das nochmal so drauf. Weil der, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er diesen Major-Deal mit Biggie und allen so mit Bad Boy Entertainment. Ja, das muss ja 94 dann gewesen sein. Ja, Mann, das sind doch wirklich ganz, ganz... Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz das... Entschuldigung, mir ist das noch ein bisschen Wasser drin, war. Alles gut. Ach hier. Aber wirklich, ohne Scheiß. Und da hat er mich... Weil auch da, ne? Du musst erstmal ein Talent mitbringen, aber dann musst du so krass fokussiert sein, dass du weißt, du wirst dein Ziel erreichen. Ja, diesen Deal abschließen. Diesen verfickten Deal abschließen und du siehst, wie er noch am Telefon versucht, sich zurückzuhalten, weil der Mensch auf der anderen Seite ihm gerade Millionen-Deal klargemacht hat. Und er muss so tun, als ob das normal ist. Und als wäre es normal.
Und ja, du siehst so, dass ihm gegenüber einer aus seiner Clique sitzt, so, und der sagt gar, Entschuldigung, und du siehst so, dass einer aus seiner Clique ihm gegenüber sitzt, wahrscheinlich irgendwie auch einer, der ihm da im Marketing geholfen und so weiter, auch der hätte beinahe das, auch so ein Somali, der hätte beinahe das Telefon ans Gesicht bekommen, so krass hat er das Telefon wieder auf den Tisch geschmissen. Ich höre, wenn ich einen Millionen-Deal mache, ich mache aus Prinzip das ganze Equipment hier kaputt und kaufe es einfach nochmal. Schön. Okay, zurück zu... Somalia. Das Somalia, okay, das wollte ich nur wissen. Zurück zur Höhle des Löwen. Genau. Viele fragen mich übrigens, wenn die mich auf der Straße erkennen und sagen so, ey, bist du nicht der von König der Löwen? Ja. Passt ja auch. Passt ja auch. Ich antworte dann wirklich so mit... Aber die haben in diesen 7 Minuten, entscheiden die, ob sie das Startup nehmen oder nicht. Nee, ja, danach, entscheiden die wirklich oder wird das dann so gecuttet? Nein, genau. Nach diesen 7 Minuten, also wenn die mit der Idee es gegründet, es präsentiert haben, danach gehen erst die Verhandlungen los. Die können ja bei den Prozenten können die verhandeln, aber den Preis können die nicht runterschieben, die Löwen. Und das, was dann kommt, nee, das wird runtergeschnitten von 1,5 Stunden auf 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so. Ja. Und trotzdem ist die Sendung ja, die ist ja 3 Stunden lang. Das ist übrigens die erfolgreichste TV-Eigenproduktion von Vox ever. Ja? Ich dachte, Mieten kaufen wohnen. Kennst du noch? Kennst ja, du noch Mieten kaufen wohnen? Ich hab das immer geguckt. Das ist die gleiche Produktionsfirma, die mich damals zu Vox gebracht hat. Ich habe die Sendung immer geguckt. Fandango TV, ja. Aber seid ihr ungefähr das gleiche wie diese Sendung, wo es auch 1000 Staffeln gibt, wo übrigens jemand aus Breisig da sitzt, ne? Diese Sendung, wo die so antike Sachen, wo jemand. Ah. Bares ist Rares. Bares für Rares. Ja, schönen Grüße an Julian Schmitzer Villa in diesem Sinne. Der ist aus Breisig, der sitzt da in Dings. Echt? Ja, aber immer noch. Bei denen, die mal kaufen. Ja, bei denen immer, die kaufen. Die bringen dann so die Schrott. Hat er auch den Laden in Breisig? Ja! Nein! Ja! Nein! Doch! Krass! Doch! Wie heißt die Sendung? Bares für Rares. Ist das so ähnlich? Ist das eure Sendung so wie das? Ja, genau. Nur, dass es dabei eben um antike Sachen geht, bei Bares für Rares. Ja. Und bei Höhle der Löwen eben halt um keine Antiken, aber dafür gute Ideen, die sie dann umsetzen wollen. Kennst du die amerikanische Version? Wie heißt die? Shark Tank. Shark Tank nur aus dem Kampfsport. Ja. Du machst Kampfsport, ne, hab ich gesehen. Ja. Naja. Du aber hast jetzt auch so ein Sixpack und so, ne? Ja, das ist jetzt, aber das ist von viel Training gekommen. Mhm. Das hat lange gedauert. Ich hab mich runtergerufen. Der hat gesagt, nee, es hat nichts mit Angeben zu tun. Laut ihm bin ich bin ein Junkie. Und deswegen. Ja. Was für ein Junkie? Du kennst so diese Crack-Junkies in den USA, die haben immer Sixpack und so. Wenn sie breit ist, immer online geht. Ja, weil die immer so dünn ist. Das ist nicht, weil ich so wie trainiere. Ich bin einfach so verhungert. Weil ich so dünn bin. Bei ihm ist alles extrem. Alles extrem. Zum Beispiel, Leute gehen Sport machen, eine Stunde, der muss 6 machen. Boah, Übertreiber! Ja. 6 Stunden! Ja, der übertreibt. Ja, okay, Entschuldigung, nicht 6 Stunden, nehmen wir 3 Stunden. Trotzdem auch noch nicht, Übertreiber. Auch nicht. Doch, du bist schon lange da. Nein. Ja. Wenn du überhaupt 3 Stunden. Wobei, die Kicks, die ich. Hat man richtige Kicks von dir gesehen da? Nein, nicht so. Eigentlich nicht so. Weil deine Kicks. Die waren lustig, so mit dem Weglaufen. Ja. Der ist der Kampfsportler. Ja. Ich gehe nur Seilspringen. Nee. Der ist richtiger Kampfsportler. Machst du Kampfsport? Nein. Doch, Taekwondo. Du hast 2 Olympiasiegerinnen im Taekwondo geschlagen. Jetzt könnte man natürlich sagen, im Kampfsport, Frauen und Männer treten nicht gegeneinander an, da du aber aus dem Iran kommst. Und da wissen wir, haben die das, halten die das, sehen die das nicht so streng mit der Gewalt gegenüber dem anderen Geschlecht? Hast du damals schön deine Lorbeeren eingegangen? Der macht doch so einen anderen Sportart, wie heißt die? Die machen so. Schlammcatchen. Nee, Padding auf dem Boden. Padding auf dem Boden. Wie heißt diese? Jiu-Jitsu. BJJ. BJs. Ja, die BJs. Die BJs haben das erfunden. BJJ, Brasilian, irgendwas, Chichu. Ha, ha, ha. Staying alive. Ja. Das ist seine Band, die hat er live gesehen. Ja. I don't wanna win again, and it's ain't win again, and it's staying alive. It's staying alive. Ist immer I don't wanna get again, and win again, again, and win, it's staying alive. It's staying alive. Say, stay alive. Jetzt hast du so das Orientalische mit rein. Ja, ich habe viel Ramsey gehört. Oh Mann, da du sagst, die Sendung ist erfolgreich und die ist Bares gegen Rares oder Rares gegen Bares? Bares für Rares. Bares für Rares ist ja auch sehr erfolgreich. Ja. Ne? Was denkst du, was ist es, was Leute fasziniert, dass die solche Sendungen gucken, ununterbrochen, dass davon immer weitere Staffeln produziert werden? Weißt du, wer die Idee für Bares für Rares hatte? Der Moderator. Wie heißt der nochmal? Nicht Horst Schlemmer, sondern Horst Lichter. Der Horst Lichter. Horst Schlemmer. Ey, Schätzlein. Ich hab Rücken.
Ich bin geboren in Grevenbroich. Was macht eigentlich Herpe Kerkeling? Harpe Kerkeling. Du bist auch Hepe Kerkeling. Ist der Holländer? Hepe Kerkeling, du hast ihn komplett misshandelt. Harpe ist die Abkürzung. Der ist in Rente gegangen. Was ist er? Der ist in Rente gegangen. Ja? In Grevenbroich. Der chillt. Der hat alles abgeräumt. Ja. Auf jeden Fall, warum gucken das die Leute gerne? Was denkst du, ist das? Der Horst Lichter hatte diese Idee und die wollten es, wollten das am Anfang, glaube ich, nicht umsetzen und so. Und dann, weil sie so, sie ist nicht belanglos, aber du kannst einfach einschalten ab einem bestimmten Zeitpunkt und du bist trotzdem mittendrin. Kennst du das auch. Bei Filmen? Guckst du also musst dieses Rares für Bares und Hülle. Aber ich gucke das immer bei, das wird mir bei Facebook immer angezeigt. Bares für Rares? Immer so ein also... Kann man einen Charakter sagen? Kann man das sagen? Ja, ein Fall, eine Person. Genau, ja. Ich bleib immer dran. Ich will wissen, wie viel er dafür bekommt. Echt jetzt? Das ist, glaube ich, diese Neugier, oder? Ja, ich will wissen, der bringt dann so irgendeine Münze, wo irgendwo so eine Oma mal irgendwo drin genau, hatte. Ja, und das heißt, ja, irgend so ein König, Alexander hat das mal geleckt oder so. Irgendwas. So, und dann geben die das ab. Und dann sagst du, denkst du, was zum Teufel? Und das wirklich, also kriegen das, denn die Leute für das sowas? Das übt da so eine Faszination aus, dass du dann auch wirklich da hängen bleibst. Und so. Ja, und dann die Jury, die ist ja wirklich geil besetzt. Ja. Weil die Leute dissen sich auch gegenseitig. Ja? Ja, klar. Man sieht das manchmal unter die Grundlinie. Ja, man sieht das, wie er denkt so, ja, ich zahle 2000. Du siehst das, dass er denkt, der Hund. Echt? Dann, der ist gezogen, ja, 2-1. Dann sagt er 2-2 und dann denkt so, halt deine Fresse endlich. Ich will das Ding haben. Also man merkt das, ja. Okay. Teilweise sind das ja auch so Dinger so, ja, war im Keller meines Urgroßvaters und jetzt haben wir den Keller aufgeräumt und dann, ja. Boah. Ist bei Höhle des Löwen, ist das da so, dass schon einige, also wenn ihr Sachen vorgestellt habt. Richtig Millionäre geworden sind? Ja, das. Ja. Also die bei euch waren, die hatten nix und jetzt sind die. Tommy kennt übrigens die Mitmacherin von Ankerkraut. Was ist Ankerkraut? Ankerkraut sind so Gewürze, ja. Aber ganz, ganz spezielle, weil der Mann von ihr ist in Afrika groß geworden. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Land genau. Und klar, da sind ja Gewürze egal, so... Kennst du einen, kennst du alle. Ja, kennst du einen. Vor allem, ich sag... Ja. Und dann? Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja. An ganz Afrika, ne? Na ja, wo klar. Kommst du her? Aus Europa. Sind doch meine Brüder. Meine Eltern sind auch aus Afrika. Einen kennst du alle? Meine Eltern sind doch auch aus Afrika. Deswegen, ja. Von daher. Jedenfalls Ankerkraut. Ja, kommen wir wieder zum Ankerkraut-Thema. Ja. Und der hat diese Idee der Gewürze, die etwas besonders sind, mit nach Deutschland gebracht. Diese Gewürze gibt es nur da in Afrika? Ja, so teilweise. Und auch die Zusammensetzung ist halt ein bisschen besonders als nur Pfeffer, Salz und so weiter. Okay. Und Curry-Version so in den unterschiedlichsten Versionen. Und die kamen dann in die Höhle der Löwen und Judith Williams und Frank Thelen hatten so den richtigen Riecher. Und zu dem Zeitpunkt hat Frank Thelen zum Beispiel als Investor nie in Lebensmittel investiert, sondern der war so richtiger Tech. Immer nur Apps oder sonst irgendwas. Okay. Und Ankerkraut ist eins der wenigsten Produkte, die halt nochmal richtig krass durch die Decke gegangen sind. Mehrfache Millionäre. Das Thema ist durch. Mehrfach. Also auch für den Investor hat sich das gelohnt. Für Frank Thelen und Judith Williams auf jeden Fall. Okay, du musst mir nur erklären, wir haben jetzt auch einen Exit gehabt, den sogenannten Exit. Das heißt, nicht Ankerkraut, sondern Litzer hatte letztens einen Exit gehabt. Das heißt, du baust ein Startup auf, bis es ein bestimmtes Level erreicht. Und dann verkaufst du. Und dann werden 100% verkauft oder Anteile. Anteile verkauft und du bist danach steinreich. Geil. Und das immer noch, so und bist immer noch im Vorstand mit. Aber ich feiere so Geschichten, das ist schön, das so zu hören. Das ist krass, ey. Und, das die bringen ja eine krasse Struktur mit, oder? Aber guck mal, das heißt, die haben einfach nur eine Kräutermischung. Das war die Idee. Ja. Hier, das ist eine bestimmte Kräutermischung aus Afrika. Ja. Genau. Die kann man auf was weiß ich, auf ein Steak machen oder. Genau. Und nur das war's. Das war's. Und der Investor hatte die richtigen Riecher. Es ist immer, die Investoren sagen sehr auch gut. Immer, das, was auch zählt, sind die Gründer. In wen investiere ich eigentlich da? Wie ist die Idee? Ist die gut? Und was ist das für eine Geschichte? Gewürze, was für eine Geschichte? Gesagt haben, ey, das funktioniert. Ja, weil der gesagt hat, ey, hallo, ich bin der und der und ich bin in Afrika groß geworden, aber er sieht aus wie ein Deutscher. Er ist halt ein Deutscher. Ach, es ist ein Weißer? Ja, es ist ein Weißer. Du denkst, du Schwarz hätten die gekriegt. Ja, dann, was ist das denn für eine Scheißgeschichte? Ein Weißer ist doch sowieso reich. Ja. Ich gönne dem das. Ich gönne ihm das null. Ich dachte, ein schwarzer Bruder kriegt das. So ein Bruder, wir dachten, der hat so investiert. Wie das hat einer ist da rausgekommen. Irgend so ein Weißer, der schon mit silbernem Löffel im Mund geboren ist.
Was ist das denn, Alter? Oder ein weißer Afrika kann doch warum erwähnt ihr überhaupt Afrika? Das ist völlig irrelevant für die Geschichte. Hätte gesagt Erfurt. Ja, genau, das war die Geschichte. Ja. Ich habe aus Osnabrück diese Gewürzsätze sagen können. Guck mal, die Sache ist, die sehen ja diese Idee und dann bringen ja die, die Löwen, bringen ja eine Mega-Struktur, Mega-Connections und mega viel Potenzial. Ah, das bringen die Investoren mit. Ja, klar. Genau. Das heißt, die Leute die bringen nicht nur das Geld mit. Die bringen nicht nur das Geld mit, sondern die kommen ja dahin, weil die sagen, pass auf, die Idee ist eh schon geil und wir haben das Gefühl, dass das Ding durch die Decke gehen kann. Was das Problem ist nur, wir haben in einem ganz kleinen Raum, haben wir unsere kleine Verpackungsabteilung, aber wir brauchen jetzt die großen, fetten Maschinen, um quasi, die sagen immer Rollout, um richtig auszurollen. Okay, das wird ja hochgerechnet. Ey, wie viel hast du mit diesem Material verkauft? Wie schnell ging das? Ich finde das voll interessant. Jetzt ganz ehrlich. Ja, ist so. War das bei dir manchmal auch so, dass du bist ja seit 6 Jahren, wie lange machst du diese Sendung? Die Sendung wirklich seit Day One, also 2014, wirklich 6, 7 Jahre. Waren schon Sachen dabei, wo du gedacht hast, boah, was für eine geile Idee, wieso bin ich nicht auf sowas Simples gekommen? Ja, und das ist ständig. Dann auch, und das ist dann auch wirklich durch die Decke gegangen, wo du das sagst, oh Mann, wieso eine simple Kacke? Ankerkraut war zum Beispiel so ein Thema, dann waren, da waren schon so viele, überleg mal, 6 Jahre jetzt, wie viele Produkte. Das kriegst du eh nicht zusammen. Das ist sowieso manchmal das Ding so, wenn ich dann da auf der Straße erkannt werde, so, boah, kannst du dich noch an die Leute von erinnern? Geht nicht, nein. Und du willst den Menschen nicht das Gefühl geben, Digga, es tut mir leid, aber mittlerweile sind so viele, du kannst und dann erhoffst du dir, dass die dir ganz viele Einzelheiten geben von dem Produkt, dass du dann sagen kannst, okay, ansatzweise, ich kann mich noch dran erinnern. Es geht einfach nicht mehr. Ja. Das ist, und was halt geil, das ist halt nicht wie so Casting-Sendungen, wo selbst wenn du gewinnst, das ist keine Casting-Sendung. 3 Monate gekaut wirst, dann weggeworfen, sondern es sind wirklich Leute, die es dann zu was bringen. Ich habe sogar letztens und gesehen. Was man wirklich feststellt, ist, dass 2014 war die erste Staffel. Ja. Yeah. Du hattest nur Ansätze von Shark Tank in Amerika oder Dragon's Den in England. Ja. Wie machen die das da und bla bla bla. Aber Höhle der Löwen gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, die Gründer konnten nicht wissen, worauf sie sich einlassen werden. Ja. Die Gründer werden immer perfekter, immer geil. Gut vorbereiteter, weil sie können sich alle es gibt übrigens keine Steigerung von perfekt. Nisa, der Klugscheißer, der Deutsche. Wir müssen natürlich perfekt. Gibt es nicht perfekter? Nein, das ist falsch, weil perfekt ist perfekt. Es gibt ja auch nicht Tod-Töter am tötesten. So, tot ist tot. Wie tot ist er denn? Boah, der ist so töterst. Ja, geht nicht. So wie wenn Tommy Hallo sagen würde. Das geht ja auch nicht so. Deswegen hat das da mal perfekt. Wir haben vorhin über den roten Faden der Folge gesprochen. Ja, das ist ein Tommy! Im Comedy nennt man das ein Callback. Okay. Ein Gag, auf den du dich immer wieder rufst. Amius. Ja, Mann, Digga. Ich will jetzt mal ein bisschen ernst bleiben. Ja, okay. Wir sind die ganze Zeit ernst. Ernst bleiben, ja. Ja, ich finde das. Warte, ich will, weil ich weiß, das wird jetzt komisch. Deswegen, wenn ich eine scheine Idee habe, können wir zu dir kommen und du bringst uns da rein. Ja, warte doch mal. Ja. Warte doch mal. Ich möchte gerne jetzt mal ernst, weil wir haben viel Quatsch geredet. Ja. Was? Deswegen, weil wir beide sind einfach gleich. Wenn er Hunger hat, habe ich auch Hunger. Ja. Ist das so? Nur, dass er besser aussieht als ich. Wenn ich. Nein, das stimmt nicht. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Doch, das stimmt schon. Er kriegt die Animateur-Jobs im Hotel, nicht ich. Er ist so ein Ägypten-Bestseller. Kennst du das, wenn du. Was für ein Ägypten? Leider noch nicht mal. Gott sei Dank. Leider. Sag inshallah. Sag alhamdulillah, dass ich da war. Was willst du da bei denen? Auf jeden Fall, ich möchte gerne mal ernst bleiben, weil wir haben. Nisa und ich haben sehr viele Ideen. Ja, das stimmt. Aber wir setzen nie eine um. Deswegen wollte ich das gerade, der hat es mir vorweggenommen. Bring uns doch mal eine Sendung. Ja. Und wir würden gerne was vorstellen. Ja. Allerdings sage ich jetzt schon, ich weiß es. Wir werden 100% zusammen, davon. Nein, wir werden offiziell von Vox und von den Zuschauern. Ja. Werden wir. Also wir sind eigentlich. Nein, wir sind eigentlich. Ihr kriegt einen Hot Seat. Wir sind eigentlich Menderes der Höhle der Löwen. Ja. Wir kommen 15 Mal und es wird keine Idee von uns genommen. Genau. Aber wir kommen immer wieder. Wir sind Menderes von Höhle der Löwen. Ja. Du musst Du musst das einführen. Wir kommen immer wieder mit einer Idee und die sind so fest davon überzeugt. Ja, und die sagen dann immer, die Idee ist scheiße und beschweren wir uns. Wieso? Die Idee ist voll geil. Und dann diskutieren. Ja, und dann mit meiner Art dieses, ey, ich schwöre das ja, aber guck. Wenn du, okay, wir wollten eigentlich 100.000, gib 10, ist okay. So. Gib doch 10, sei doch nicht so gierig. Ja. Und dann so, es gibt tatsächlich. Wir würden das gerne machen, aber mit 50% mit, also mit Anteile, da sagen wir, ey, arbeitest du mit Rappern zusammen oder was? Warum müssen wir so viel abdrücken? Seid ihr Libanesen? Ja, sind Libanesen, der Löwen, dass sie so viel abdrücken. Also, klär das, wir kommen jede Folge.
und werden eine Idee vorstellen. Wir werden uns wirklich Gedanken machen, aber wir haben viele Ideen. Wir haben wirklich viele Ideen. Aber es scheitert dann, wir haben zum Beispiel jetzt vor einer Woche gesagt, ey, wir haben diese Idee ist krass. Guck mal, sag doch mal eine. Das können wir nicht sagen, weil die Leute klauen das wirklich. Ey, ihr seid so wie die Berliner so. Ey, ich hab da mal so eine Idee, aber ich darf da nicht so drüber reden. Ja, wir haben wirklich viele Ideen. Wir haben wirklich viele Ideen. Das Problem ist, es hapert so ein bisschen. An unseres. Dass wir faule Arschlöcher sind. Nee, das würde ich jetzt nicht so sagen. Ja. Ich sag mal so, ihr habt mich vielleicht doch mal an und der hat ein Bugs Bunny-Shirt an. Also, das sagt schon viel über. Ist das Bugs Bunny? Klar. Ja. Alter, wie geil. That's what's up. Aber das ist so cool gesprayt, dass ich das nicht sehen konnte. Das ist Hip-Hop, dass das und Bugs Bunny. Ja, das ist cool, aber der ist älter als mein Vater. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, das ist cool, das ziehe ich auch irgendwann mal meinen Sohn an, ja? So. Der ist älter als mein Vater. Think about it! Und wir haben da eine Idee. Ja. Oder zum Beispiel eine Marke. Ja. Und dann sehe ich einen Antrag beim Patentamt. Dann sage ich, lass mal nächste Woche zusammen machen. Ja. Und nach einer Woche ist dann so, Bruder, weißt du doch, da warst du, wir brauchen ein Patent. In der dritten Woche. Ey, Bruder, ich habe eine neue Idee. Da brauchen wir kein Patent. Ja, genau. So. Wir suchen immer den Weg mit dem geringsten Widerstand. Ja, genau. Das heißt, wir könnten... Und das ist wirklich die Kunst, es wirklich zu schaffen, es wirklich zu einem Produkt zu machen. Aber ich wüsste ja, ne, weißt du, wir sind... Das ist eigentlich wirklich erbärmlich. Ja, ja. Du könntest zu uns kommen, ich meine das ernst, und könntest sagen, Nisa und Cheyenne, ich habe hier einen Plan für euch. Ja. Wie ihr mit dem Podcast 50 Millionen Euro verdienen werdet in 12 Monaten. Und wenn du uns dann etwas gibst, wo wir dann so 8 Stunden sitzen müssen, 4 Tage lang zu irgendwelchen Ämtern, ich würde sagen, beide so, hab ich keinen Bock drauf. Nein, wir machen es anders. Wir machen es ein bisschen anders. Wir haben uns ja ein bisschen geändert. Ja, ein bisschen. Du sagst uns, ey, guck mal, in einem Jahr... Eigentlich willst du nur sagen, du hast dich geändert, weil du guckst ihn dabei an, du bist immer noch Rabauke. Nein, nein, der hat sich auch geändert. Ja. Warum glaube ich jetzt nicht auf Insta? Geh mal auf Insta. Oh, das ist eine Insider. Also, bei uns ist es so, wir würden sagen, ey, guck mal, nächstes Jahr ist Deadline. Yeah. Macht das alles und ihr seid Millionäre. Wir verkaufen den, ihr kriegt den zweitgrößten Deal von Spotify für 90 Millionen. Ja. Aber ihr müsst das und das machen. Und ich schwör's dir, wir fangen eine Woche vorher an, bevor Abgabe. Obwohl du uns 12 Monate vorher hast. Aber du fragst ja Zwischenstand. Du willst ja wissen, was. Und er. Amos, willst du uns verarschen? Weißt du, wie wir am Arbeiten sind? Warum rufst du überhaupt an? Also, ich finde das respektlos, dass du uns nicht traust. Nein, ich meine das doch gar nicht so. Ich will euch nur helfen. Wir brauchen keine Hilfe. Und dann 4 Tage. Ey, Bruder, wir sind am Arsch. Was sollen wir machen? Sollen wir abhauen? Oder was sollen wir machen? Ey, Namen ändern. Ey, die haben uns schon eine Anzahl bekommen. Dann überlege ich, wie lange dauert Insolvenz? 7 Jahre. Dies, das. Und dann so. Aber dann, 24 Stunden vorher, kriegen wir es trotzdem irgendwie hin. Ja. Dass du dann sagst, ey, das ist zu krass. Die sind so. Solche Penner, aber die sind so talentiert, die kann man einfach nicht runterkriegen. Ja. So sind wir, genau so sind wir. Ja. Er hört dir nie zu, auch er sagt nicht hallo. Hallo sagt er ja auch nicht und hört nicht mal zu. Ja. Ey, ich glaube, DJ Tommy hasst den Song von Beyoncé Halo. So, den kann man sich nicht anhören. So. Das ist eine Qual für ihn. Hello. Oder von Lionel Richie, hello. Ja. So, der war traumatisiert. Oder. Das ist geil. Der war traumatisiert als Tommy Kind. Tommy hasst den Song. Hey, hello. Oh Mann. Ist es so sein Ding, nie Hallo zu sagen? Wie willst du ihn beschreiben? Ich lass nichts auf Tommy kommen. Oh, ist gut, heirat du den einen. Ich wollte gerade sagen, ich lass nichts auf Kommi Tom. Kommi Tom, ja. Komm Tom. Oh Mann. Wo warst du das letzte Mal im Urlaub? Vor Corona. Ja. Andalusien, Spanien. Wie war's? Boah, der Mann hat Geld. Ja, klar, der Geld. Box zahlt gut. Ich greife da noch Prozente ab bei Höhle der Löwen. Ja, genau. Ey, ich bring euch hier rein, ja klar. Ich bring euch rein, hier bei Röst. Der ist ein Afrikaner, Junge. Ist jetzt nicht, guck mal, klar. Ich sag jetzt nur deswegen, guck mal, wenn mir jemand vorher gesagt hätte, ne, du warst in Andalusien, dann sag ich auch immer so, wow, das hört sich gut an, aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wo und welche. Ja. Mallorca hättet ihr jetzt zum Beispiel nicht so reagiert. Doch. Du warst Mallorca, ja, schön. Ja, es gibt ja Mallorca und es gibt Mallorca. Aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die das andere Mallorca feiern würden. Okay, wie war's in Andalusien? Ich war im Ballermann. Nein, war schön. Das war wie so ein. Hast du den Finkern gemietet? Ich war im.
Alter, ich will das jetzt nicht sagen. Ja, naja, aber du dann bestätigst, so was wir eh würde ich denken. Ja. Ja. Ja, sag doch mal, was hast du gesagt? Wie du am Boden warst. Aber trotzdem, ich habe immer noch Bomberklar. Sag, wie du die Scheider machen warst, während der in Siegburg aufliegt und nicht Hallo sagt. Erzähl mal, wie nächtigst du da? Ja. Ja. Der passt jetzt seine Ausdrucksform meiner Unterkunft. Deine Gehaltsklasse an. Du Ficker, ey. Geil. So, wie residiere ich? Ich glaube, der richtig Asche hat. Meine Damen und Herren, das Ganze nimmt dann Fahrt auf. Lehnen Sie sich zurück, es wird jetzt lustig. Ja, nein, nein. Mal, leg mich ab. Ja, genau. Die ist das unangenehm. Ne? Wo warst du denn vor Andalusien? Ja. Das wird jetzt schlimmer. Nee, das wird zerstört. Wir haben ihn. Ja, wir haben ihn nicht. Nein, das stimmt ja gar nicht. Okay, wo warst du überall so, Länder? Ich war nämlich gar nicht so weit weg. Ich war noch nie so weit weg. Ich war zum Beispiel noch nie in Australien. Was willst du da? Das sind nur Kängurus. Yo. Was sollen wir da? Okay, ich war noch nie in Russland. Was willst du da? Das ist nur Schnee und Wodka. Du kannst hier nach Andernach fahren, da siehst du genug Russland. Ich war zum Beispiel auch, bis auf Eritrea, war ich noch nie woanders in Afrika. Wieso das denn? Ich weiß es nicht. Das ist nicht was cool. War in Amerika? Das ist nicht in Ordnung. Was Wo warst du denn als in Afrika? Ich war in Tunesien und in Ägypten. Ja, aber das ist ja wegen der Arbeit. Das kannst du nicht dazu erzählen. Das ist ja kein Urlaub. Er hat ja seine. Ich habe überlegt, soll ich es jetzt machen? Ich der war mal stark. Der war echt stark. Danke. Der hat ja saisonsweise immer. Das ist ja eine Saison, das ist ja wie so ein Quartal. Er geht da hin, geht da hoch, er ist ja aber der Leiter der Hotelanimateur. Der ist jetzt nicht irgend so ein Kelp. Der verändert dann auch seine Sprache. Hello, welcome, this is great. Well, this is about the poolside. Okay, aus dem Stegreif, ganz schnell, nicht überlegen. Okay. Was muss ein Animateur können? Erste. Er kennt sich aus. Essen. Nee, was muss er machen? Er muss ja die Leute animieren. Ja, auf jeden Fall. Er muss tanzen können, okay. Er muss singen können, ja. Er muss animieren können, okay. Er muss schwimmen können. Okay. Ja. Okay, warte mal. Das war so, du kannst singen, du kannst tanzen, du bist der lustigste Mensch der Welt. Schwimmen, du bist ja nur im Kinderbereich. Und animierst die Leute. Ich bin der Arm Kelly, der Kinderanimateur. Der hat diese Schwimmreifen. Der hat diese Schwimmreifen, die er so um den Arm und macht aus dem. Weißt du, was für ein Game der revolutioniert hat? Was? Was für ein Game der revolutioniert hat? Das ist Animateur-Game. Das ist genau. Animateur-Game. Wie damals Get Rich or Die Tryin' rauskam oder von Nas Illmatic. Ja. Da hat er hat das revolutioniert. Indem er. Dieses Ü50 deutsche Pass nach Deutschland kommen. Mit den Ü50 Frauen, das am Pool, dieser Handtuch, das hat er revolutioniert. Weißt du, was ich geil finde an ihm? Das ist wirklich, das steht dafür, die Symbolik, dass er sagt, mit diesem Handtuch so. Ja, weil die machen das echt, um zu schleimen. Hallo, Schatzi. Ja, die kommen mal. Hallo, Schatzi. Du, Lina, das ist so, die machen so Handtuch bei den alten weißen Frauen. Deswegen kennen die sich doch. Der ist auch von dieser Ecke da. Die kennen sich, das ist so ein richtiger Animateur-Szene. Schau, mit der. Sei mal bitte ehrlich, wie oft hast du denn bitte gesehen, dass so ein Animateur, der sieht so eine weiße Singlefrau, älter, und er geht hin und macht so ein Handtuch. Ich hab nur das gesehen. Das sieht man. Ich hab nichts anderes gesehen. Hallo Schatzi, Schatzi, willst du was trinken? Bringt dir Obst und dies, das. Wo ist Mann? Wo ist Mann? Ja, Mann nicht da. Oh, warum? Du bist eine gute Frau. Warum? So. So. Das ist so geil, und wie Alter. Wie sehen die aus? Eine Haarpracht. Oh, das ist aber ein schöner Mann. Ja, oh, und dann voll behaart natürlich, ne? So muss sein, Haarpracht, ja. Zähne, so wie das Auge reicht eigentlich, der Winkel, ne? Lächeln, braun gebrannt, lustig, immer witzig, immer anfassen. Immer. Immer anfassen, dass sie sagt, oh, diese Nähe und so, ne? Der macht das so. Ja. Das ist ja fast. Das Tod analysiert, dass ich so denke. Der hat sogar keinen Spaß mehr gehabt, der saß einfach da und um die Zeit zu killen, kennst du das, fängst du an, so Sachen überzuanalysieren. Ja. Und dann hat er sich das die ganze Zeit angeguckt, bis er das so ganz genau verstanden hat, das Game. Bis er, der kann so Leute bis er ausbilden. Wahrscheinlich gedacht hat, dass er es auch ja, ist. Ja, und dann sie. Im Rewe so. Und dann, hey, und dann die Frau so. Ey, Ulrike, hast du gesehen? Der ist voll charmant. Und ich so, ja, aber zu mir kommt der ja nicht. Da kommt ein anderer dann auch zu ihr, weil der holt ja den Partner. Der sagt die Ladies sind da. Ja, und dann sagt die so, ey, Tunesien und Ägypten ist so schön. Und dann sagt sie, bitte kommst du wieder, ich vermisse dich, Habibi, Schatzi. Und dann sagt sie, die 50-jährige Ulrike, oh, Habibi. Ja, und so. Und dann sind ja, es gibt ja, die haben ja so eine Nafri-Staffel.
Oh Gott. Das ist ja Staffelungen. Es gibt ja bei denen wie so Presi, Sergeants und dann auch so Hangaround. Es gibt ja wirklich hier, die müssen ja Anwärter haben, die ja auch. Und ich kann nicht mehr. So, dann gehen die da hoch. Ihr macht mich fertig. Er ist ja die Leitung. Er hat ja die Leitung. Dann gehen die unten. Hat er so Headset an und so, oder was? Nee, die sind, die verstehen sich. Die verstehen sich. Und dann bist du in den Augen. Da läuft der eine vorbei und ich mach so, der ist so, du bist ein Hund. Ne? Du bist ein Hund. Der so, what? Ich so, you are Kelp. Kelp, you are Kelp. Und er so, why? Ich so, I see the German woman. Und er so, Habibi! Habibi Elbi! Aber so, das ist so Ablenkung, nicht so von wegen, Alter, lass mir mein Territorium. Ja, also da wusste, was er. Übrigens, meint. Im Eritreischen, Hund, Kelbi, Kelep. Das, yeah. Wir sagen auch, Weddel Kelep. Sohn eines Hundes. Ja, ich bin doch Eritreer in meinem Herzen. Ja. Also auf jeden Fall, das, Ilekande. Das ist eine ganz andere Szene. Bejemerta Nacha Zerachoka. Oh Gott, jetzt werden viele Eritreer sagen, Alter, was machst du da? Ja. Ach, die haben doch keine Ahnung. Etama Altina Nacha Zerachoka. Felit Enere Nusra Habishaiha. Genau. So sehe ich es auch. Ich bin ein Eritreer wie Michael Jackson in der Bad-Zeit. Ich bin so ein bisschen heller. Boah, aber viele Eritreer waren damals Michael Jackson, Alter. Ja, klar. Wir haben richtig diskutiert, ob bei Michael Jackson dieser Walk, dieses Move dieser, nach vorne, dieser, ne? Dieser Lean. Mein weiß, Bruder hat wirklich, wirklich zehnmal, ja. Nase gebrochen, weil er so probiert hat. Ich weiß bis heute, ich glaube, es war der Magnet, ne? Es war so ein Magnet. So oder Haken, war das der Haken? Die haben sich eingeklinkt. Ja, klar. Genau. Aber und trotzdem ist die Idee revolutionär. Das war so krass. Super. Wie machen die das? Nein, nein, das ist die Kamera. Die Kamera, nein, ich habe hab gedacht, der kann das. Weil ich dachte so, ey, Michael Jackson. Der kann das. Der kann wir das. Haben das gar nicht in Frage gestellt. Sogar genau, Physik und so war irrelevant. Aber das wir haben wirklich so, das gab, es gab wirklich Eritreer, die gesagt haben, na, so typisch mit dem Ding so, Ataile kann die Solle ho, in der Kamera kann sie gerua. So, wo gerne tut eure Lenny Solle, da ist der Kamera kann sie gerua. Das hört sich wie Englisch und Arabisch an. Die Sprache ist geil. Und mein Bruder ist dann wirklich manchmal so richtig amok gelaufen. Ich stehe da, Bruder, ist easy. Mein Bruder heißt Isaias. Ich habe gesagt, easy ist doch egal. Ah, lass geiler den Name. Isaias. Wie heißt du? Isaias. Isaias. Ja, nicht so wie hier. Vor allem, der ist gerade an seinem Handy, ne? Ja. Der macht der wirklich unschutzlos, der macht gar nichts so. Der hat drei Burgerläden, weißt du, im Star. Leben angekommen und so. Ey, du bist die ganze Hater. Zeit nicht im Bild, hast du die Kamera verschoben? Nee, ich bin im Bild. Der ist im Bild. Ja, aber, so, aber so ein bisschen wenig im Bild. Ob du so einen halben Körper nur hast. Ich hab doch nur einen halben Körper. Ja. Ich bin doch nur 1,65. Ich mach das. Mein Bruder muss, ist so hübsch, den muss man sehen. Ja, ey, ich hab mich so krass kaputt gelacht. Ey, diese Analyse des ägyptischen Animateurs. Man brauchst du nicht auszumachen. Mach doch nicht aus. So. Okay. Oh, das ist echt gut, ey. Ja, auf jeden Fall. Okay. Das ist so. Ganz krass, das ist ja wirklich wie diese Bettler, die du in der Stadt siehst. Die sind überall. Also kommt er, von, sagt, den, kommt er von den tunesischen Animateuren jetzt also zu den er sagt, Bettlern in Deutschland? Er sagt ja, diese Animateurszene, ob in Ägypten, in Marokko oder Tunesien, dass das ein richtiges System ist. Das ist kein Zufallsprinzip. Die sind ausgebildet, jeder weiß, was er tut. Genau. Die sind wie so allein Ninjas. Das, wie die das Handtuch hinlegen. Ja. So sexy, wie der Bizep. 90 wie der das Grad nachgemacht hat. Wie das die, war jetzt. Ja. Ich wäre gerne in dem Augenblick Ulrike gewesen. Ja. Oh, die schöne Frau. Warum Frau allein so schöne Frau, kann schön und sie so. Das mit dem Auge, mit dem Auge. Und sie mit 7 Kilo Zellulite. Die so, oh, was ist das schöne Mann. Der so, oh, du bist Habibi, schön und so. Und sie denkt ja natürlich, oder suggeriert ja direkt so, ey, der will nach Deutschland, aber der ist ja schlau, der so, bitte komm hierher. Bitte, ja, das sagen die immer, ja, bitte Masche. Komm nach Marokko. Ich will gar nicht, bitte komm, wir leben in Marokko hier. Wir leben hier, schön, Sonne, dies, das, ich muss leider hier arbeiten, Geld finden. Dann sagt sie, ja, aber ich kann nicht kommen, ich hab den Job, der so, bitte, bitte komm. Und dann schreibt wir leben, die ganze, wir lieben uns. Wir lieben uns, wir brauchen gar nichts. Und dann überredet sie ihn und beim fünften Mal sagt er einfach, ja, okay, aber nur, weil ich dich liebe. Ja, und dann kommt er das erste Mal rein zu Tipico, schön mal eine Sportwette abliefern, ja, 2:1 Quote. Und dann wird direkt die nächste Nachbarin angegafft, die wird dann direkt vernascht, ja. Und dann sagt die, du bist nie zu Hause, du warst da anders. Ja klar, weil er da noch nicht die Papiere hatte. Fräulein. Warum nennt ihr nicht euren Podcast einfach politisch korrekt? Nee, eigentlich politisch unkorrekt. Ja. Nee, politisch korrekt, ja, aber das besser. Wäre politisch korrekt, wäre ja, eigentlich wär, besser. Nee, wir sind politisch korrekt, weil wir... Den Podcast gibt es sowieso nicht mehr so lange. Ja. Wir erzählen, doch gesperrt irgendwie. Wir erzählen zu viel Mist. Willst du nochmal ein Wasser? Ja, gerne. Das ist dieser Gesichtsausdruck. Kein Tarof, dieser Mann. Wo ist mein Wasser? Ich hol Wasser. Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut. Ich hol für meine Brühe alles. Ey. Hier ist hier noch eins.
Tommy, sag du Bescheid. Ne? Sag doch mal Hallo. Nein. Nein, sag mal, wie spät ist es? How much is the fish? How much is the fish? Er ging es dir eigentlich damals auch so. Deine Freunde das? Damals. Scooter. Keine, nee, aber dieser Ding. Keiner geht nach Haus, wir trinken zusammen. Das war das Original, oder? Jan Pillemann, Otze. Otze, Jan Pillemann, Otze, Jan Pillemann, Otze, Otze. Das ist eine andere Version. Ja. Das ist diese Mallorca-Version. Aber das, was du gemacht hast, ging es dir, ja, ich meine, du warst ja bei den, also bist ja jetzt 32 oder 28 oder 26 irgendwo da, in den 90ern, habe ich Mucke gehört, ne? Wo meine Jungs mir damals schon gesagt haben, bist du Lala, warum hörst du so eine Scheiße? Warst du auch so? Ja. Dass du, dein Spektrum war gar nicht nur auf Hip-Hop und nee, gar Dings, nicht. Bei mir sondern gar nicht. Das, was sich geil anhört, wird reingezogen. Ich höre auch Metal. Ich bin komplett raus. Und deswegen bist du Musiker. Ja, ich höre komplett alles. Also wirklich krank. So was auch gar nicht mein Bild. Ich war auf einem Korn-Konzert. Willst du mich verarschen? Du hörst ja wirklich Heavy Metal. Ja, ich war. Okay, bei Heavy Metal bin ich raus. Korn ist ein bisschen. Ja, du wolltest jetzt. Hast hier du mal gehört? Nein, aber bei Korn bin ich wirklich raus. Ich war auf einem Korn-Konzert. Der Security hat mich dreimal angesprochen. Ich sag, du hast mich doch eben schon angesprochen. Ich bin hier Gast. Ich habe hier eine Karte. Was ist los, Bruder? Lass mich das mal sehen. Einfach nicht. Ja. So. Der kommt das Ding. Dieser Bruder sagt, voilà. Ja. Weil normalerweise, selbst wenn du aus, jetzt von deinem, von der Herkunft deiner Eltern, ne, ja. aus einer bestimmten Region kommst, die nicht zu dieser Musik passt, es gibt ja bestimmt Araber oder Schwarze, die Korn hören. Ich wollte gerade sagen. Aber die sehen dann auch dementsprechend aus. Ja. Aber ich sehe aus so, als ob ich Busta Rhymes höre und gehe dann trotzdem zum Korn-Konzert. Das passt nicht das zusammen. Das hat dann so verwirrt. Das war so, ich muss den Jungen nochmal ansprechen. Ja, ja, ja. Komm nochmal ganz kurz her, lass nochmal kurz fühlen. Wie geht's dir, Brudi? Komm her, lass mal einmal nochmal kurz. Okay, mach weiter. Was war das beste Konzert, auf dem du warst? Boah. Bist du so ein Konzertgänger gewesen? Nee, also gar nicht so regelmäßig, aber bei mir, Jay-Z? Ja, bei mir ganz klar Prince. Prince? Hab nee, auf dem Prince-Konzert bin ich nicht ich gewesen. Michael, ich war auf Michael Jackson-Konzert. Ja, okay, jetzt hast du natürlich den einen ausgepackt. Hier. Ja, was immer soll ich machen? Nee, das kann man gar nicht mehr toppen. Doch, auf jeden Fall, pass auf. Ich war Father MC. Nein! Doch! I wanna hit you with the 69! I gotta hit you with the 69! Nein, was echt? Ich war da. Nein, was? Wo war das? In Krefeld? Königsburg. Ach so, ja, yeah, nicht mehr. Koblenz oder Krefeld? Krefeld. Wann war das? Boah, Alter! Ende 90er, Anfang 2000er. Das heißt, der war schon ganz schön angesagt. Doch, die waren angesagt. Das war ja das Krasse. Jetzt hatte ich fest, die haben Jodeci dahin gebracht. Jodeci. Das heißt, die haben dann die... Auf dem Olymp ihres Erfolgs waren die in Deutschland. Mit Father MC. Und dann haben die auch you should treat me right. Treat him like they wanna be treated. You should treat him right. Geil. I gotta get a song, wanna lap Vern, and then chicken on round, wanna bake the Vern. Und jetzt hat er das verformt? Das ist eigentlich wie DJ Bobo. Das hat er performt. Und jetzt kommt's, Alter. Sein Hosenstall war offen und er hat's nicht gecheckt. Den Rest der Story könnt ihr euch denken. Hast du dir nicht die Show angeguckt? Hier, ich will euch mal was zeigen. Was steht denn hier oben? Hotel Animateur Ägypten, okay. Du bist so ein ekelhafter Typ, Alter. So, politisch korrekt. So, meine Damen und Herren. Okay. Ich denke, es reicht. Ja, es reicht. Das ist so, ich dachte, das wäre der Moment. Ja, das ist der Moment. Wir erheben unser Glas. Also, und so ein Becher. Dieses Rede. Ich muss immer noch lachen, als du mit der Brillenleine kamst, mit deinen Augenbrauen. Die geht mir nicht aus dem Kopf. So. Ist aber wirklich so, pass auf. Amis. Nee, jetzt wir haben sehr viel von dir erfahren. Ja. Und es war für mich eine Ehre, dass du hier warst. Ja, du bist ein cooler Gast. Du bist ein cooler Gast. Ich freue mich auch immer, dass wir uns mit den Gästen nie täuschen. Aber guck mal, wir könnten wirklich. Ja, so wie du radikal aussuchst. Ja, schwer. Jetzt wir uns täuschen können. Nein. Jeder andere Gast wird jetzt sagen: Boah, ich weiß nicht, ob ich kommen soll. Ich hoffe, dass das passt. Immer wenn ich sage, ich glaube, der ist cool. Dann alle waren immer cool, alle sind charmant, alle lustig. Wir haben natürlich so Aussetzer wie Khalid, wenn der dann hier war. So. Der ruft jetzt an und sagt, hey Brudi, wie geht's? Ja. Oh Mann, Alter. Sönke. Ja. Und schöne Grüße an Khalid an dieser Stelle. Schöne Grüße. Und auch von mir.
Ja, das freut mich, ja, weil bei einigen Künstlern weiß man, muss auch natürlich eine gewisse Portion Selbstironie besitzen, man muss über sich lachen. Guck mal, ich wurde hier am meisten geroastet in dieser Folge. So, deswegen, man muss darüber aber stehen. Keine Angst, nächste Folge bin ich dran. Ich bin so doppelt und dreifach wieder zurück. Aber sich roasten zu lassen, ist doch eigentlich Teil des Lebens, finde ich. Ja, auch. Ey, bitte. Man muss über sich lachen können. Ey, und ich finde, dass wir über uns in letzter Zeit, vor allen Dingen in diesem Jahr, natürlich wegen Corona, bla bla, was, aber grundsätzlich auch nicht. Ohne Scheiß, ich habe das undercover und dann einfach weiter. Das so, und das mehr, finde ich, spiegelt sich auch wieder, finde ich, im Hip-Hop-Genre grundsätzlich so eine, diese komische negative Haltung. Alter. Ja, voll. Jeder ist hart. Mach doch mal wieder, seid doch fröhlich. Wo sind diese fröhlichen Rapper, so Kid and Play und MC Hammer, so, die so immer gut gelaunt waren? Kentasch, das die waren immer, deswegen, und vor allem als Comedian, zum Beispiel, meine Comedy basiert ja sehr viel darauf, so auszuteilen. Ja. Wie kann ich dann nicht selber über mich lachen? Was wärst du dann für ein Typ? So, du willst immer austeilen, aber kannst, deswegen, über mich kannst du alles sagen. Roaste Tunesien, roaste, ich bin ein Zwerg, ich bin behaart, ich habe 1000 Zähne, alles kackegal, so, es interessiert mich gar nicht. Aber das mit den Zähnen, Digga, das ist ja bei mir eigentlich. Ja, ich glaube, ich habe die gleichen Zähne. Vom weißen Hai. Sag ich ihm heute, ey, Scheiern, wann soll ich kommen? Sagt er, ja, sag ich so, 11 Uhr, kannst 11 Uhr schon kommen. Sag ich, ey. Aber nicht wegen mir, sondern grundsätzlich, ja, weil ihr hier Business und so. Komm ich um 11 Uhr, sag ich, guck mal, ich hab 8 Uhr Zahnarzttermin. Aber ich war gar nicht beim Zahnarzt, ich hab mich nur verschrieben. Ich hab um 8 Uhr Zahnarzttermin, ne? Ich komme um 13 Uhr, dann schreibt er, oh mein Gott, hast du Zahnarzttermin, sollen wir nicht lieber heute Abend verschieben? Ja, Humor muss sein, ja. Ein bisschen Witz, immer eine Brise Witz muss dabei sein, man muss über sich selbst lachen können. Wer einstecken kann, kann auch austeilen, wer umgekehrt, ne? Ja. Wer austeilen kann, kann auch einstecken. Sollte auch einstecken können, genau. Also, Halleluja. Meine Damen und Herren, Amy, jetzt vielen Dank, dass du hier warst. Ja, warte mal, Werbung für deine Social-Media-Sachen alle. Ey, ja, sehr gerne. Also, ihr könnt mir folgen bei Instagram. Deswegen einfach. Ich auch nur hier. sehr gerne, schön, dass ihr das erwähnt habt. Dann aus Schamgefühl sagt das. Wir sind doch auch Animateure. Ey, ganz ehrlich, also, schaut euch meine Social-Media-Kanäle an. Das ist jetzt nicht wirklich groß auffällig. Weil wir sind so faul einzublenden. Genau. Ja, genau. A-M-I-A-Z. Heißt so bei Instagram? So bei Instagram, Facebook? So bei Facebook auch. Und bei YouTube ist es Amius Tube. Also Amius und dann Tube. Bist du bei TikTok? Ja, da bin ich auch. Wie heißt du da? Amius. Bist du bei Twitter? Ja. Wie heißt du da? Amius. Bist du bei Twitch? Nein, noch nicht. Wann gehen wir zu Twitch? Wann gehen wir zu Twitch? Wenn es ist so ein Kollege vom Kiosk. Ja, genau. Ey, wo bist du? Twitch? Twitch? Ey, Twitch, komm mal her. A-M-I-A-Z. A-M-I-A-Z. Sehr schön. Freut mich, dass er hier war. Ein sehr cooler Typ. Ja. Das ist, ich wünsche dir alles Gute für deine Karriere. Ich auch. Wenn du mal in der Nähe bist, schau gerne mal vorbei. Ja. Auf jeden Fall, Mann. Ja. Und ladet uns in die Sendung ein, dass wir mit unseren geilen Ideen kommen. Ich würde euch gerne. Geht zu der Produktion? Gerne, bevor du das noch sagst, ich würde euch ganz gerne auch zu meinem Podcast einladen. Ja, klar. Ich habe aber noch keine Ahnung, wie der heißen wird. Wo ist denn der überhaupt? Der wäre dann in Köln. Ja, das ist mir zu weit. Ich wusste, dass das sagt. Ja, wir kommen mit Herz. Wir kommen. Und dann, wie nennst du deinen Podcast? Ich habe noch keine Ahnung, Alter. Es muss aber irgendwas Stylisches sein. Stylisches, so. Aber irgendwie so wie Schnickschnack Schneu. Ja. Schnickschnack. Schwarz, aber nicht kriminell. Nenn ihn noch Ziemers Podcast. Schwarz, aber nicht kriminell. Ist aber auch gut. Wald und Wiesen. So. Wiesen. Ja. Humor einfach. Humor. Wobei, bei Humor denkt man, ich bin dann Comedian und dann erwarten Leute jede Menge Punchlines. Ja. Und ich bin aber, wenn überhaupt, spontaneous. Ja. Also. Gibt's jetzt mal ehrlich, ohne jetzt. Schlecht. Ich will jetzt nicht, okay, hier, ich will jetzt nicht hier diese Karte auspacken, das wollte ich noch kurz noch ansprechen. Ja, bitte. Gibt's viele schwarze Moderatoren in Deutschland? Ernsthaft jetzt? Dich? Nee. Daniel Ami oder Animati? Daniel Aminati. Guck mal, ich verwechsel's immer. Ami oder Ani? Ami. Aminati. Aminati. Nur ihr zwei, glaube ich. Enisa Amani. Ja, okay. Das von dem Reim würde das jetzt auf jeden Fall. Ja, würde das Reim, ich war gerade so kurz verwirrt. Okay. Zwei schwarze Moderatoren. Dann gibt es wirklich einen in Deutschland, im Norden Deutschlands. Ja. Ach, wie heißt er? Yared Dababa? Yared Dibaba? Yared Dibaba. Was moderiert der? Der spricht platt, Alter. Plattdeutsch. Was moderiert der? Entschuldigung, ich habe gerade ein Bäuerchen gehört. Ja, kein Problem.
Der ist TV-Moderator. TV-Moderator. Ich habe mich ganz kurz gebremst. Ja, ganz kurz, aber. Yared Dibaba, Hartnett. Was aus Berlin, Hartnett Tesfay. Den kenne ich. Nee, das ist eine Frau. Die war auf MTV genau, auch. Die hat damals, wo ist die? Ich weiß es nicht. Die kenne ich auch noch. Die war auch, hab ich ja. Ganz kurios, alle, die du kennst, sind irgendwie verschwunden. Ja, was ist da los? Ja, ey, wie heißt. Dann Daisy Duck irgendwie so. Daisy Duck, Alter. Der nennt die Daisy Duck. Guck mal, ich weiß jetzt nicht. Jetzt kommt die nicht mehr. Guck mal, die kommt. Nein, diese Sendungen, wo man immer so Schmuck und so verkauft, wo man so Karten legt. Da war auch so eine schwarze Moderatorin, aber ich weiß nicht, ob die eine schwarze war oder so eine weiße, die so oft auf der Sonnenbank war. Milka. Nein, nicht Milka. Milka war bei Viva. Die hieß aber wirklich. Ach so, die hieß wirklich Milka. Die war schwarz und hieß Milka, Alter. Denn, oder heißt Milka? Nein, wie hieß diese eine, die ist so ein bisschen korpulenter. Die ist fett. Nein, das ist nicht. Sag's doch. Nein, die ist nicht fett. Die ist fett. Nein, das war eine, Podcast, glaub, Alter, politisch. Das war korrekt. Eine so Somali-Frau, glaube ich. Die hat auf eine Sendung, wo man so Schmuck verkauft und Ohrringe, wo den ganzen Tag Werbesendungen. Ach so, du meinst so. Panayota Petridou. Ist die das? Nein, das ist eine Griechin. Nein, nein. Ja. Aber welche? Du meinst diese. Wo denn? Öffentlich Teleshopping meinte. Teleshopping, genau, so dieser Sender. Ah. Da waren eine schwarze Moderatoren. Und das Problem ist, da gab es zwei Moderatoren. Da gab es eine schwarze, die waren Somali-Frau, glaube ich, halb. Die kenne ich, die ist aus Köln. Ist eine Freundin von mir. Die hat sogar einen arabischen Namen, meine ich. Weil ich meine, sie ist Sudanesin. Aber Somalin, nicht Sudanesin. So, dass ich jetzt auf den Namen sofort kommen würde. Sudanesin. Also, oh, krass, wie du weißt von deinen Freunden die Namen hast. Was? Kadra. Kadra meint er. Meint er? Kadra. Warte, ich guck mal. Stimmt, das kann. Kadra Sufi. Warte, ich guck mal. Tolle Freundschaft habt ihr, du weißt nicht mehr den Namen. Doch. Kadra Sufi. Ey, aber gut, Tommy, gut. Hast du mir wenigstens etwas gesagt? Wenn du schon alles nicht sagst. Da ist er! Es gibt ihn wirklich! Kadra Sufi, warte! H-S-I. Kadra Sufi, wir holen alle schwarzen Moderatoren hier hin. Oh, scheiße, Kamera ist aus. Nein! Ah, doch nicht, du fliegst. Ich wollte nur abbrechen jetzt die Sendung. Ja! Die meine ich! Jawohl, Tommy, Kadra Sufi, schöne Grüße. Für die Liebe von Hamburg nach Hannover. Bleib, wo du bist, Jung. Sag mal. Hier, die. Ich will mal sehen. Hier, die. Ne, warte, ich muss dir zeigen, wie die auf der Sendung aussah, damit du auch weißt. Das ist jetzt ein komisches Bild. Krass, die ist mit Musti liiert. Ja. Sex, Bomb. Yes, die. Yes, genau. Die habe ich noch nie gesehen. Okay, und dann gab's. Aber die ist gar nicht dick. Ich habe ja nicht gesagt dick. Die ist ein bisschen. Die ist curvy. Curvy, Junge, direkt dieses Mikro. Curvy. So, und dann gab's diese Weiße, die aber so verpestet war von der Sonnenbank, die sah so voll suspekt aus. Oh Gott, wen meinst du? Boah, die sah so krass aus. Die kennt jeder, mit der hat sich auch Oliver Kalkofe immer lustig gemacht. Das war eine weiße deutsche Moderatorin, die war so, die sah so komplett komisch auch aus. Telekom, ja, auch so Telekom. Warte, wie heißt die? Warte. Ey, wer die mir nennt, der ist der King. Warte mal. Warte, ey, die war zu krass. Die würde ich sofort einladen, weil ich muss mit der reden. Die ich übrigens meinte. Ja. Ey, wer ist das? Jo, der ist ja ganz am Ende. Wo bist denn du da gelandet? Ich habe keine ARD. Okay, ich finde sie also, nicht. Also, die ich meine, ist die. Ja, warte. Pia Ampawa. Nee. Ampawa. Ach, egal, das finde ich. Hier. Meinte ich. Nein. Ich dachte, die meintest du. Die ist doch nicht schwarz. Doch, Mann. Ja, da bin ich auch schwarz. Sag mal. Wo ist die schwarz? Sieht aus wie eine Kindergärtnerin. Ist die schwarz? Was verstehst du denn unter schwarz, bitte? Ist das jetzt das auch so, man, also ich, Entschuldigung. Ja, wenn die schwarz meinen, wir hören lieber hier auf. Bevor wir eine. Guck mal, ich lache mich selber über meinen Witz kaputt. Ja, voll in die Saar. So, krass. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, folgt bitte alle auf Spotify die deutschen Podcast, abonniert die deutschen Podcast auf YouTube, abonniert Cheyenne Garcia, denn er ist der schönste, beste und stylischste Mensch aller Zeiten. Ich würde Nisa heiraten, wenn er sowas wollen würde. Ja, ich will. Okay, das war der offizielle Heiratsantrag. Okay. Bis dann. Bist du Trauzeuge? Ich wollte gerade sagen, ich bin auch gerne der, wie nennt man den? Ja, ich will, dass du so richtiger euch vermählt. Wir müssen ja Klischee erfüllen. Du bist Trauzeuge und der Rabbi. Ja, und du musst so, du musst so im richtig afrikanischen Style kommen. Du musst auf so ein Nashorn angeritten kommen. Ich finde das sehr erschreckend, wie du dich über die afrikanische Kultur lustig machst. Wir machen uns nicht lustig. Das ist Liebe. Das war kein Angriff an dich, sondern an ihn. Ja, genau. Ja, der ist doch verloren. Ja. Also, in diesem Sinne, ciao.